Erstens, ich bin nicht die Wahrheit in der letzten Instanz. Zweitens, guckt euch das Video bis zum Ende an und ihr werdet erfahren, wo Mr. Wissen2Go euch angelogen hat. Drittens, wenn ihr euch das Video nicht angucken wollt, dann guckt euch die Dokumentation an, die ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Das ist eine Dokumentation über den Ukraine-Krieg. Ukraine Agony, der verschwiegene Krieg. Guckt euch die an, um euch eine eigene Meinung zu bilden. Viertens, ich bin nicht gegen die Spezialoperation, ich bin gegen jeden Krieg. Wenn man Medien aus Russland verfolgt, dann bekommt man sehr schnell ein eindeutiges Bild von dem politischen Zustand der Ukraine. Rechtsextreme Strippenzieher hätten dort das Sagen. Ultranationalistische Leute, die sowohl die Politik als auch die Wirtschaft unter ihrer Kontrolle hätten. Wer ihnen nicht passt, der würde aus dem Weg geräumt. Russischsprachige Menschen würden unterdrückt, gefoltert und misshandelt. Ein Regime des Unrechts würde herrschen und genau das müsse man beseitigen. Auf dem ukrainischen Fernsehkanal, Kanal 24, hat der Fernsehsprecher Adolf Eichmann zitiert und dem Zitat Recht gegeben. Zitat: Wir brauchen den Sieg. Und wenn wir dafür all eure Familien töten müssen, bin ich einer der Ersten, der das machen wird. Ruhm der Nation. Ich hoffe, dass es so eine Nation wie die Russen nicht mehr auf dieser Welt geben wird. Ihr seid abartig. Sobald ein bisschen Männlichkeit in den Ukrainern steckt, rufe ich dazu auf, um die Russen zu töten, zu messern, zu erdrosseln. Und ich hoffe, dass jeder ein Stück dazu beitragen wird, um wenigstens einen Russen zu töten. Ein Botschafter der Ukraine in Kasachstan. Wir versuchen, so viele wie möglich zu töten. Desto mehr wir Russen jetzt töten, desto weniger müssen unsere Kinder töten. Das ist alles. Kiew hasst Russland, schrieb Michael Podolyak im Twitter, der Berater des Präsidenten der Ukraine. Zuvor hat Russland den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, auf die Aussagen des Chefs des ukrainischen Geheimdienstes Kirill zu reagieren. Budanov sagte, dass Kiew bis zum Sieg Russen überall auf der Welt getötet hat und weiterhin töten wird. Bürgermeister von Kiew, Klitschko. Zitat: Wisst, man nennt euch hier Orks. Alle. Es existieren jetzt keine guten oder bösen Russen. Und auf dessen Wunschzettel Unternehmensgewinne noch nicht ganz oben stehen, macht ein bisschen Schwierigkeiten, ich glaube. Gegen Thüringen als abtrünnige Teilrepublik hilft bald nur noch der Einsatz von Streubomben. Tja, so macht man das heutzutage mit dem eigenen Volk. Fragen Sie Poroschenko. Die Ukraine hat auch eine neue Regierung. Und mein Gott, sie ist so geworden, wie wir sie uns gewünscht haben. Ich war völlig frei von ausländischen Einflüssen. Neue Finanzministerin ist die amerikanische Investmentbankerin Natalie Jaresko, die zuvor im US-Außenministerium und in der US-Botschaft gearbeitet hat. Das Gute an ihrem neuen Job, der Chef bleibt der Alte. Neuer Wirtschaftsminister wird ein litauischer Finanzinvestor, der jetzt vor der schwierigen Aufgabe steht, das Land quasi an sich selbst zu verscherbeln. Nazis gibt es übrigens keine mehr in der Ukraine. Die sind jetzt alle in Jasenjuks Partei eingehegt worden. Tolle Sache, dass endlich gibt es auch pro-westliche Nazis. Und Nazis in die Regierungsverantwortung einzubinden, das hat ja auch in Deutschland schon mal ganz, ganz prima geklappt. Wunderbare Regierung, die dringend unterstützt werden muss bei der weiteren Bombardierung der Zivilbevölkerung im Osten des Landes. Deswegen haben die Amerikaner, der US-Senat, vor kurzem eine Resolution 758 beschlossen, die Putin für die Wurzel allen Übels in der Ukraine hält und die Russland zu einer Gefahr für den Weltfrieden macht. Da kann einem ein bisschen Angst und Bange werden. Ähnlich gefühlt haben müssen sich über 60 Intellektuelle, die letzte Woche einen Aufruf in unserem Land veröffentlicht haben. Und ja, ich sage Intellektuelle, auch wenn Gerhard Schröder dabei war. Und in diesem Aufruf wurde gefordert, mehr Gespräche, mehr Friedensbereitschaft von den Regierungen. Und die Reaktion auf den Aufruf war erwartbar. Die ARD hat es flüchtig gestreift für den ZDF. Für die ZDF war dieser Aufruf offensichtlich nicht wichtig genug. Und FAZ und die Zeit haben, ob des Wunsches nach mehr Frieden und Gespräch, nur arrogant mit dem Kopf geschüttelt, soweit man einen Kopf halt schütteln kann, der bis zum Hals im Arsch der Amerikaner steckt. Und hier wird es wirklich bizarr. Die größte kriegstreibende Kraft in unserem Land ist inzwischen die Partei Die Grünen. Omnipur, Özdemir und die Leute von der Heinrich-Böller-Stiftung. Und
Katrin Göring-Eckardt hat vor kurzem dazu erklärt, naja, die Grünen seien ja niemals eine pazifistische Partei gewesen. Das ist doch ein Moment, an dem man ein bisschen an der Wiedervereinigung zweifelt, nicht wahr? Jo, weil ich meinen Job nicht verlieren will, trage ich eine Maske. Expose Video zu Mr. Fake Man Go. Ja, fangen wir mal an. Kamera häng nicht. Ja, fangen wir mal an. Hier im Video, wie Politiker erpresst werden, die Menschen aus Azov eindringen und sich lustig machen und ihre Forderungen stellen. Hier ein Video, wie der Gouverneur von Wallin gefesselt wird oder Leute aus der Partei Svoboda zu dem Generalsekretär von einem Fernsehkanal eindringen und sie bedrohen, damit der Erpresste die Ereignisse vom Maidan richtig beschreibt, dass da keine Nazis sind. Dazu ist der Herr Igor Michailowitsch Miroschnitschenko Parteimitglied der Partei Svoboda, der daraufhin einfach so Abgeordnete wurde in Kiew, was nicht daran liegt, dass er das Amt von vielleicht auch jemand anderen raus erpresst hat oder dass sich diese Nazi-Parteimitglieder dann im ganzen Staat verteilt haben. Da wir schon mal dabei sind, ein bisschen zu seiner Biografie, weil für alle, wenn wir keine Zeit haben. Vorlesen. Attacke auf linke Aktivisten. Am 4. Dezember 2013 gab es Losungen, mit Kommunisten fertig zu werden. Eine Gruppe von nationalistischen Patrioten hat mit Miroschenko und einem Abgeordneten der Partei Svoboda eine Gruppe von Aktivisten der Konföderation der linken Gewerkschaften der Ukraine verprügelt, die versucht haben, sozialistische Agitation zu betreiben. Miroschenko hat gesagt, dass er jeden die Fresse polieren wird, wer versuchen wird, leninistische Ideen zu verbreiten. Die Aktivisten haben mehrere Knochenbrüche erleiden müssen, die Angreifer kamen straflos davon. Vorfall mit Mila Kunis. Am 27. November 2012 schrieb Igor Miroschenko im sozialen Netzwerk Facebook unter die Bemerkung eines Nutzers, Zitat Nutzer, ein gutes Mädchen, eine gute Schauspielerin und auch Ukrainerin. Zu einem Foto der Schauspielerin Mila Kunis. Zitat Miroschenko. Sie ist keine Ukrainerin, sie ist eine Jüdin. Einige Politiker und Organisationen in der Ukraine und im Ausland warfen der Partei Svoboda Antisemitismus vor und forderten Zurückhaltung und eine Entschuldigung. Und was heißt dieser Teil denn jetzt? Na, dass es Auserwählte gab, die tun und lassen konnten, was sie wollen. Die Auserwählten waren jedoch nur die, die zur nationalsozialistischen Bewegung dazugehört haben. Okay, damit ihr mir auch wirklich glaubt, dass es kein Einzelfall ist. Obwohl selbst sowas als Einzelfall in einem Rechtsstaat zu betiteln, ist wie eine Eule einen Globus ins Arschloch zu schieben, kann man sich nicht ausmalen. Hier Alexander Ivanovich Musitschko, Aktivist vom rechten Sektor und Ex-Terrorist zu Zeiten des ersten tschetschenischen Krieges. Er kommt zu Abgeordneten, um seine Regeln zu diktieren. Zitat. Sie kommen wieder und sagen, dass ich verhaftet werde. Ich werde sie verhaften. Сейчас пришли снова и говорят, что меня арестуют. Я их арестую. Anhänger von Maidan haben Politiker verfolgt, Häuser verbrannt, unter Druck gesetzt. In der Ukraine ist der prominente russlandfreundliche Publizist und Regierungsgegner Oles Buzina vor seiner Wohnung erschossen worden. Es gebe bisher keinen Hinweis auf die Täter, teilten die Behörden mit. Der 45-Jährige polarisierte seit Jahren mit seinen Kolumnen in der Tageszeitung Segodnja. Er war ein Gegner der proeuropäischen Proteste auf dem Maidan im vergangenen Jahr. Am Mittwochabend war ein Mitglied der Regierung des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch tot aufgefunden worden. Oleg Kalaschnikow gehörte wie Janukowitsch der Partei der Regionen an. Nach Angaben aus Regierungskreisen hat er möglicherweise Verbindungen zur Anti-Maidan-Bewegung gehabt. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, dass auch der prorussische Journalist Sergei Sukobok getötet worden sei. Details wurden nicht genannt. In den vergangenen Wochen sind in der Ukraine mindestens 8 Mitglieder von Janukowitschs Partei der Regionen tot aufgefunden worden. Zumeist wurden die Todesfälle als Selbstmord eingestuft. Anhänger von Maidan haben Politiker verfolgt, Häuser verbrannt, unter Druck gesetzt oder haben Politiker an solche Säulen gefesselt, also Druck, konkreten Druck auf Politiker ausgeübt. Deshalb gäbe es auch eine Spezialoperation. Länder nennen heutzutage ihre Kriege speziell Operationen, um keine Mobilisierung durchzuführen, sondern mit den regulären Streitkräften klarzukommen und damit der Handel mit dem Land, mit dem man Krieg führt, nicht gestoppt wird. Hier als Beispiel allein Frankreich mit seinen Spezialoperationen oder selbst jetzt hilft Ukraine immer noch Russland mit ihren Schiffen. Um die Ukraine zu entnazifizieren. So hört und sieht man es in den Hauptnachrichten und so hatte es auch der russische Präsident Wladimir Putin vor dem völkerrechtswidrigen Angriff der russischen Armee auf die Ukraine gesagt. Zitat: Es ist nicht überraschend, dass die ukrainische Gesellschaft mit extremem Nationalismus konfrontiert wurde, der schnell die Form von aggressiver Russophobie und Neonazismus annahm.
Die Aussage dahinter ist ganz klar. In der Ukraine haben Neonazis das Sagen und bedrohen nicht nur die Russen im Land, sondern letztendlich auch die gesamte Gesellschaft. Unter anderem mit dieser Behauptung hat Wladimir Putin den von ihm befohlenen Angriffskrieg gerechtfertigt. Wie kommt Wladimir Putin darauf? Und wie sieht die Situation in der Ukraine wirklich aus? In der Ukraine gibt es keine Nazis und keine Russophobie. Achtung, Russenvideo. Aufmarsch der Rechtsextremen auf den Maidan. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben tausende Sympathisanten der nationalistischen Gruppe Rechter Sektor gegen die Regierung demonstriert. Sie fordern unter anderem ein Misstrauensvotum gegen Präsident Poroschenko und kritisieren seine Untätigkeit im Konflikt im Osten des Landes. Dort hatte die Regierung Freiwilligenbataillone wie die des rechten Sektors für den Krieg gegen prorussische Rebellen ausgerüstet. Nun fordern die Nationalisten die Staatsmacht jedoch selbst heraus und kündigen auf dem Maidan ein neues Kapitel der ukrainischen Revolution an. Wir müssen unser Land beschützen. Wir wissen genau, dass es Menschen gibt, die hoffen, dass der rechte Sektor den Köder schluckt, den Putin und seine Truppen ausgeworfen haben. Aber das wird nicht passieren. Wir beweisen ihnen, dass wir eine disziplinierte revolutionäre Armee sind. Der rechte Sektor ist ein Sammelbecken ukrainischer Nationalisten und war 2014 eine der treibenden Kräfte der Maidan-Revolution. Ihr Anführer Dmitri Jarosch fordert eine Entrussifizierung der Ukraine und macht keinen Hehl daraus, dass seine Loyalität gegenüber der Regierung begrenzt ist. Ich bin empört. Es gibt nur eine Frage: Wem nutzt das? Heute haben wir gesehen, dass der rechte Sektor Radikale erneut den Maidan-Prinzipien folgen und außerhalb der ukrainischen Rechtsordnung agieren. Und das machen sie mit Zustimmung der Behörden. Darum geht es in diesem Video. Ganz wichtig, damit direkt zu Beginn des Videos kein falscher Eindruck entsteht, beantworte ich die Frage von gerade eben schon mal direkt jetzt und die Erklärung kommt dann hinterher. Also, ja, es gibt Neonazis in der Ukraine, genauso wie übrigens auch in Russland. Und ja, einige von ihnen haben politischen Einfluss, wie in Russland. Aber zum einen überhaupt nicht in den Dimensionen, die Wladimir Putin beschreibt, und zum anderen rechtfertigt das natürlich keinen Angriffskrieg. Okay, mit dem ersten bin ich einverstanden. Neonazis gibt es überall, aber nenn mir die Neonazis, die in Russland Einfluss haben auf die Politik. Ob er sagen wird, wer das ist? Nein. Hauptsache was reinwerfen und nicht erläutern. Ja, und soll ich dir mal die Neonazis nennen, die in der Ukraine Einfluss haben? Von Azov, den Menschen, die ich schon bereits am Anfang des Videos erwähnt habe, oder mal einen der härtesten Radikalen, Alexander Turchinov, der 2014 die vorübergehende Regierung stellte, nachdem er und andere die Regierung davor geputscht haben und den Krieg im Donbass starteten. Die sogenannte ATO, antiterroristische Operation. Zitat von Poroschenko auf einem Fernsehkanal: Die antiterroristische Operation kann und wird nicht 2-3 Monate dauern, sie wird und muss Stunden dauern. Nachdem Poroschenko gewählt wurde und was er über die Ostukraine sagt. Zitat: Weil wir Arbeit haben werden und die keine. Wir werden Rentenzahlungen haben und die nicht. Bei uns wird sich um die Kinder und Rentner gekümmert und bei denen nicht. Bei uns werden die Kinder in Schulen und Kindergärten gehen und bei denen werden die Kinder in den Bunkern sitzen. Weil sie nichts können. So, und nur so werden wir diesen Krieg gewinnen. Jetzt kommt das, über was Europa jahrelang geschwiegen hat, ein Interview von den Mädchen im Donbass 2014, 15, 16. Sag mal bitte, warst du im Hof, als die Bombe hochging? Nein, ich saß im Keller. Im Keller, und woran hast du dabei gedacht, als du im Keller saß, dass wir im Keller nicht getroffen werden? Hattest du große Angst? Ist das zum ersten Mal oder ist hier schon mal eine Bombe explodiert? Früher hat man uns auch schon bombardiert. Habt ihr euch damals auch in meinem Keller versteckt?
Ja. Was würdest du dir am meisten wünschen? Bitte was? Dass die Faschisten mit dem Schießen aufhören. Dass die Faschisten nie wieder auf uns schießen. So sprechen die Bewohner vom Donbass. Ihr Anführer Dmitri Jarosch fordert eine Entrussifizierung der Ukraine. Derussifizierung. Russland und Ukraine waren sehr lange ein Land. Es leben sehr viele Russen in der Ukraine. Und bis 2014 war Russisch die zweite Landsprache. Erstens, desto mehr Sprachen du kennst, desto mehr Mensch bist du. Zweitens, ihr sorgt euch somit nicht um eure Bevölkerung, weil ihr habt Teile Russlands bekommen und somit auch Teile ihrer Bevölkerung. Jetzt ist es euer Volk. Jetzt kümmert ihr euch um sie. Und was machen die Nazis in der Regierung? Sie verbieten die russische Sprache und Kultur. Das ist nicht normal. Zweitens, die Abspaltung von Geschichte, von den Menschen, die das Land und deren Städte erbaut haben, von denen, die dafür gesorgt haben, dass ihr heute da leben könnt. Die Vernichtung von Statuen, von Jekaterina der Großen, von Lenin, Stalin, die das Land gerettet haben, Kulturträger wie Alexander Sergejewitsch Puschkin. Was ist das, wenn nicht Narzissmus? Oder Nationalsozialistische Partei Svoboda, die 2012 etwas mehr als 10% hatte und ihre Parteimitglieder sich dann in alle anderen Parteien verteilt haben. 10%! Stellt euch vor, dass der dritte Weg ein Zehntel von ganz Deutschland hat. Hier habe ich nur eine Sache zu sagen. Entweder sind deine Fähigkeiten zur Recherche mehr als unfähig, anders gesagt, du bist ein Vollidiot. Oder du willst guten Willens Menschen in das Licht führen wie Sturmautomaten. Aber immer der Reihe nach. Es ist nämlich gar nicht so einfach. So einfach ist es nämlich wirklich nicht. Aber danke, dass du dir 3 Wikipedia-Artikel durchgelesen hast, um uns dann von einer qualifizierten Journalistik zu erzählen oder was auch immer du da machst. Um das Verhältnis der Menschen in der Ukraine zum Thema Nationalismus zu verstehen und auch um zu begreifen, warum einige Dinge gerade so sind, wie sie sind, ist es sehr wichtig, ein Stück zurückzugehen und auf die Geschichte des Landes zu schauen. Und da ganz besonders auf einen Mann. Stepan Bandera. Oder komplett Stepan Andrejewitsch Bandera. Ein Mann, der schon seit knapp 70 Jahren tot ist, über den aber bis heute in der Ukraine und auch weit darüber hinaus heftig diskutiert wird. Für die einen ist er ein Nazi-Kollaborateur, ein Kriegsverbrecher und ein übler Antisemit. Die anderen dagegen feiern ihn als ihren Nationalhelden. Dazu betitelt man den als Freiheitskämpfer. Aber laut dieser Logik ist Hitler doch auch ein Freiheitskämpfer. Und erinnert ihr euch noch an mein altes Video, da habe ich einen Fehler gemacht. Denn nach den ersten Maidan der sogenannten Orangen Revolution, wobei die keine Revolution war, da habe ich gesagt, dass sie nichts bewirkt, außer ein bisschen Wind im Westen der Ukraine. Doch da habe ich einen Fehler gemacht. Denn laut der ukrainischen Konstitution gibt es nur 2 Wahlrunden und auf einmal gab es 3, wobei in der zweiten eigentlich Viktor Janukowitsch gewonnen hätte, aber in der dritten spontan Viktor Juschenko gewonnen hat. Und unter diesem Präsidenten wurde Bandera zum ersten Mal Nationalheld in der Ukraine mit der Unterschrift des Präsidenten. Und nach diesem Ereignis 2004 wurden sehr viele dieser Bandera-Statuen erbaut. Meistens im Westen der Ukraine. Im Osten mag man ihn nicht so. Nach diesen komischen Protesten, nachdem es auf einmal 3 Wahlrunden kam, nach diesen komischen Wahlen kam Viktor Juschenko an die Macht. Das Komische hieran war, dass seine Frau im Weißen Haus gearbeitet hat und auf einer kurzen Hand war mit dem amerikanischen Department. Seine Frau hat Organisationen unterstützt, die die Information verbreitet haben, dass die Sowjetunion einen Genozid an der ukrainischen Zivilbevölkerung vollzogen haben soll. Zitat Juschenko: Gibt uns eine Generation und wir werden es durch Dialog schaffen, es das zu präsentieren, was man eine Nation nennt. Noch heute gibt es hunderte Straßen und Plätze in der Ukraine, die nach Bandera benannt sind. Es gibt Statuen, wie diese hier in Lviv im Westen der Ukraine. Und nicht wenige Menschen im Land tragen gerade T-Shirts mit seinem Gesicht drauf oder hängen Fahnen mit seinem Konterfei aus dem Fenster. Auch als Zeichen des Widerstands gegen die russische Armee. Warum machen sie das? Wer war Stepan Bandera? Ey, bei Gott, das ist so ein Rotz, dass ich nicht mal weiß, wo ich anfangen soll, aber da er das nicht macht, muss ich es machen. Tut mir leid, historischer Exkurs, es werden Sprünge kommen.
1775, als Neurussland, anders genannt Bessarabien, der Süden der Ukraine vom Osmanischen Reich erobert wurde, hat der Herr Georgi Potjomkin eine Volksabzählung durchgeführt und es wurde festgestellt, dass auf dem ganzen Territorium nur 152.000 Menschen lebten, von denen die Hälfte Nomadenvölker waren und 30.000 Serben. In seinem Brief an Jekaterina die Große hat Potjomkin dann gebeten, Menschen für die Besiedlung Neurusslands zu bekommen. Daraufhin wurden dann in 3 Jahren 2,5 Millionen Bauern aus russischen Siedlungen nach Neurussland umgesiedelt, wobei die ganze Bevölkerung des russischen Imperiums zu Zeitpunkt 29 Millionen war. Dazu wurden deutsche Serben, Polen und andere Völker auf dieses Gebiet eingeladen, wobei überwiegend die Bevölkerung aus Russland stammt. Und mit dieser Bevölkerung wurden dann solche Städte erbaut wie Jekaterinoslaw, heute Dnieper, dazu Cherson, Mariupol, Nikolaev, Odessa, Saporoschi, Sevastopol und andere. Sprung. 1917. Das wird ein etwas längeres Durchschnittskurs wieder. So, 1917 war im damals russischen Imperium die Revolution im Gange, mit dem Ausgang, dass die Kommunisten gewonnen haben. Was heißt das? Na, dass es zum Land für Arbeiter wurde. Die Arbeiter in der Sowjetunion hatten die Rechte, die Arbeiter in anderen Ländern nicht hatten. Alle waren in Gewerkschaften, was es in anderen Ländern nicht gab, weil sie so ihre Interessen durchsetzen konnten mit Arbeiterschutz. Zudem noch die Deobjektivisierung der Frau durchgesetzt wurde. Die Feministen müssten eigentlich die Sowjetunion lieben, weil Frauen wurden in Massen Rechte gegeben, die sie vorher nicht hatten, wie Bildung, oder sie konnten sich selbst scheiden lassen, wann sie es wollten. In Deutschland durfte man das erst 1976, also scheiden lassen, wenn mich Wikipedia nicht anlügt. Und in der Sowjetunion schon 1918. Rechte auf Alimente genauso 1918 und Deutschland wieder erst 1976. Aber weiter. Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub, generell ein Recht auf Urlaub. All das, was wir heute für selbstverständlich sehen, kommt aus der Sowjetunion. Hier ein Beispiel. In Deutschland hatte man erst das Recht auf Urlaub 1945, in der Sowjetunion schon 1917. So weiter. Alle Länder in der Sowjetunion sind aus eigenem Willen in die Sowjetunion eingestiegen. Alle Republiken hatten die gleichen Rechte. Als Beispiel kann ich hier Finnland nehmen. Finnland war Teil des russischen Imperiums, aber als die Revolution kam, hat man die Länder gefragt, wer Teil davon sein will. Finnland hat sein Nein gesagt und wurde daraufhin nicht weiter belästigt. Bis 1939, was aber andere Gründe hat. Hier ein Bild, wie die Ukraine 1917 aussah. Das Blaue war die UNR, Ukrainische Nationale Republik. Das Grüne unten hat zu Russland gehört und wurde nach dem Beitritt in die Sowjetunion der Ukraine 1922 übergeben. Samt Bürgern, die heute Teil der Sowjetisch-Russischen Republik angehört haben und morgen der Ukrainischen Sowjetrepublik. Wie auch viele andere Territorien im Laufe der Sowjetunion. Das wurde aber auch alles mit den Gedanken gemacht, dass das Land nicht zerfällt. Wie wenn heute NRW irgendwelche Städte von Niedersachsen bekommen würde. Was sehen wir? Dass die Ukraine nicht aus einem Volk besteht, wenn man auf Russen und Ukrainer teilt und sie nicht als ein Volk sieht, oder das mit Galizien. TSIP. Der Chai ist kalt geworden. Weiter im Text. Die Sowjetunion hat als Nachfolge ein feudalistisches Land bekommen ohne große Anzahl an Schulen, Berufsschulen und Universitäten. Es fehlte die allgemeine Bildung. Wenige konnten lesen oder schreiben und selbst wenn, ging die nicht allgemeine Schule von der 1. bis zur 4. Klasse. Dazu hingen sie allen hinterher im Bereich Industrialisierung, also mussten die Bolschewiken Riesenschritte machen. Sie haben sogar ein Wirtschaftswunder vollzogen. Kein Land hat sich so schnell entwickelt wie die Sowjetunion, von einem Land mit schwacher Industrie zu einem Land, das die zweite Wirtschaft der Welt wurde in nicht mal 20 Jahren. Von einem Land mit minimaler Bildung bis zum besten Bildungssystem der Welt. Ich will nochmal betonen, das sind die, die nach dem Krieg die ersten waren, die den Menschen ins Weltall geschickt haben. Vor den USA. Nur so, wenn jemand auf die schizophrene Idee kommt, in diesem Punkt mit mir zu streiten. Und wozu das alles? Die Kommunisten wussten, dass der nächste Weltkrieg 2 im Anmarsch ist und sie mussten ihre Bevölkerung schützen. Also wurde der Wissensstandard angehoben, so dass sie Menschen haben, die einen Panzer bauen konnten. Es wurden Schulen gebaut, Unis, Berufskollege, alles damit es A, den Arbeitern gut geht, weil die Sowjetunion war ein Land für die Proletarier, wo der Staat sie nun mal nicht ausbeutet mit der Märchensteuer und den Politikern. Und B, für den Krieg, den man in der politischen Arena von damals schon spüren konnte. Jetzt stellt euch vor, ihr macht das alles, was fast unmöglich ist, und dann kommen die westlichen Länder, die sich weigern, euer Gold zu nehmen und lieber euer Getreide nehmen. Das war die goldene Blockade, die im Endeffekt den Hunger in der Sowjetunion selbst verstärkt hat. Welcher Hunger? Mr. Fakebingo, erzähl uns doch mal. Der Holodomor, was auch so viel heißt wie Massenmord durch Hunger. Eine verheerende Hungersnot 1932-33. Nach neueren Schätzungen kommen damals etwa 4 Millionen Menschen ums Leben. Historiker berichten, dass die Verzweiflung so groß war, dass es zu Kannibalismus gekommen sein soll.
Die Ursachen der Hungersnot sehen viele vor allem in der sowjetischen Politik. Stalin hatte die Landwirtschaft zwangskollektiviert, wohlhabende Bauern enteignet und als innere Feinde zu Tausenden in Arbeitslager deportieren oder ermorden lassen. Die Produktivität der Landwirtschaft leidet enorm unter den Zwangsmaßnahmen, auch weil viele Bauern ihre Tiere lieber schlachten, als sie dem Staat zu überlassen. Oder sie weigern sich schlicht, fremdes Land im Kollektiv zu bewirtschaften. Der Holodomor und die stalinistischen Verbrechen belasten die ukrainisch-russischen Beziehungen noch immer. Die Ukrainer wollen ihn als Völkermord anerkennen lassen. Das ist ein ganz wichtiges Thema für sie in ihrer Geschichte. Erstmal, wenn man einfach Hunger in der Sowjetunion googelt, sieht man, dass nicht nur die Ukraine eine Hungersnot hatte, sondern auch Teile Russlands und Kasachstans. Also wollte Russland einen Völkermord noch an sich selbst machen und an den Kasachen oder was? Dazu nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, dass ganz Neurussland mit Russen besiedelt war. Und selbst wenn nicht ganz, dann größtenteils. Aber Mr. Fakeman Go erzählt wieder unhistorischen Müll. Dazu soll er mal gucken, wie oft es Hunger im russischen Imperium gab. Ich berufe mich auf den Historiker Klim Zhukov, der wirklich Historiker ist und kein erfundener Historiker wie bei Mr. Fakeman Go oder bei den ganzen Instagrammern. Wissenschaftler haben gesagt. Kurze Info davor. Kalchos, ein Bauernhof unter Vereinigten Bauern für die kollektive Bauernarbeit. Fäuste, Anders Kulak, sind wohlhabende Bauern, die Lohnarbeiter einsetzen. Das ist die ländliche Bourgeoisie und Spekulanten. Wieso hat dieser Hunger stattgefunden? Dafür gibt es eine Masse an Gründen. Am Hunger waren nicht nur diese dummen Bolschewiken schuld, obwohl sie auch Schuld dran hatten. Die neue Form der Organisierung, vom Management, die Zwangskollektivisierung, die ganz schnell auf einem Riesengebiet eingeführt wurde und nicht langsam evolutionär, wie es theoretisch hätte sein sollen. Auf diesem Gebiet hat man es ausprobiert, da hat es nicht funktioniert. Und auf diesem Gebiet hat es besser funktioniert. Man nehme das beste Modell und würde das über das ganze Land ausstrecken. So wäre es gut, wenn man die Zeit dafür hätte, aber die Zeit hatte man nicht. Die Kollektivisierung hat 1929 angefangen. Im 30. Jahr kommt ein berauschender Bericht raus, wo jeder auf den Deckel bekommt, der heiliger war als der Papst und der versucht hat, die Kolchosen schneller zu bauen. Nur so, der Bericht kam aus der Zeitung Pravda. Aber die Sanktionen sind sofort über das ganze Land gegangen. Unser Lieblingspräsident Putin kommt jedes Jahr mit seiner Botschaft, wie man es nicht machen soll um was Schlechtes, aber irgendwie sehe ich keine Veränderung. Hier kam ein Bericht raus und alle wussten sofort, was sie zu tun hatten. Das ganze Land stellte sich so auf und fing es so an zu machen, wie es richtig war. In dieser Zeit hat man es aber geschafft, den Bauern Angst zu machen, sein Vieh in die Kolchosen abzugeben, selbst wenn er schon da war, aber das Vieh hat ihm selbst gehört. Das Vieh wurde in Massen geschlachtet, um es selbst zu essen. Plus, Massenkolchos und Selchos war das Ende für die Fäuste, weil 5000 Menschen zusammen verbunden in einer Wirtschaft sind zigfach besser als 10 Fäuste und 200 ihrer Unterfäuste. Die sind einfach mehr, sie können mehr neue Technologien benutzen und mehr Gebiete verarbeiten. Was heißt, dass sie mehr und billiger Brot verkaufen können als die Fäuste und die einfach bankrott gehen? Denn wer kauft Brot teurer und weniger, wenn es mehr und billiger geht? Aber die Fäuste hatten zu diesem Moment noch eine gewisse Macht auf den Bauernfeldern. Wer waren die ersten Vorsitzenden? Die Fäuste, man war einfach gezwungen, sie zu wählen. Es wurde sabotiert, wie ein effektiver Geschäftsmann, und er hat sabotiert. Oder hat die Befehle von oben an die Bauern falsch weitergebracht, so dass die Befehle von oben nicht mehr funktioniert haben. Das war ganz einfach zu machen. Drittens, wir haben uns die Dynamik angeguckt. Vom 11. Jahrhundert bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 8 Hungersnöte im Jahr. Fürs 18. Jahrhundert 34 Hungersnöte. Für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts 35 Hungersnöte. Und alle 4,5 Jahre Hunger. All diese Dynamik hat sich angehäuft zum Zeitpunkt der Erstellung der Sowjetunion. Und davon, dass jemand in St. Petersburg gesagt hat, dass wir jetzt Sozialismus haben, hat sich nichts verändert. Man musste das von Hand selbst ändern. Der Kampf mit den EPPO-Team wurde nicht durchgeführt, weil man hatte einfach nichts, um mit denen zu kämpfen. Das will ich unterstreichen. In Europa wurde das schon gemacht, am Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit der Entwicklung der chemischen Industrie und der Implementierung dieser Industrie in die Massenproduktion. Bei uns gab es sowas nicht. Es war eine Frage der Zeit, bis wann diese Bombe bloß die nötige kritische Masse gesammelt hat, um zu explodieren. Explodierte sie zum richtigen Zeitpunkt. 1932, 1933. War nicht nur die Zeit der schlechten klimatischen Bedingungen, Dürre, sondern auch überwiegenden EPPO-Tieren. Das heißt, wir haben kein Brot aufgrund von Mutterkorn. Und solche Namen, an die ich mich nicht mal mehr erinnern kann. Also wir hatten wirklich viele davon. Unsere Bauern hatten fast gar kein Wissen im Bereich Agrarkultur. Vor 1930 war unser Agrarwesen auf dem Niveau vom 17. Jahrhundert, in manchen Gebieten noch schlimmer. Es wurde noch die Zwei-Felder-Technik benutzt. Die Bauern wussten einfach nicht, wie sie es zu unterscheiden haben.
Sie ist auch so schwarz. Ja, woher willst du das wissen, wenn du sowas noch nie hattest? Ich erinnere mich bloß an mein Lehrbuch aus der dritten Klasse. Du warst aber noch nie in der dritten Klasse und selbst in der ersten Klasse. Und lesen und schreiben kannst du auch nicht. Es kam erst vor kurzem der Moment, wo alle Kinder in die Schule gehen. So, du hast dieses Mutterkorn, sieht komisch aus, aber was willst du essen? Also aßen die Menschen das und starben daraufhin, woher auch die Überschädlichkeit zu diesem Moment kam. Und das ist nicht die Schuld der Bolschewiken, weil das alles hatte einen Anfang, wo es das Wort Bolschewiken noch nicht mal gab. Und ich will nochmal an die goldene Blockade erinnern, die obendrauf auch ihren Einfluss hinterlassen hat als Faktor, der von außen ausging. Weil die Länder, die heute Europa sind und auf Human machen, haben damals von der Sowjetunion kein Gold angenommen für Industriemaschinen, sondern nur Getreide. Und das bei Dürre, das erhöhte die Hungersnot und Toten. Weil man gezwungen war, diese Maschinen zu kaufen und einfach keinen anderen Ausweg hatte. Man musste sich entwickeln. Das zweite Ereignis ist der Zweite Weltkrieg. In diesem von Deutschland ausgehenden Vernichtungskrieg ist die Ukraine einer der Hauptschauplätze. 5 Jahre lang, von 1933 bis 1944. Was labert ihr mit dem Lächter? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt, habe ich immer zu dem gesagt. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? 5 Jahre, 1933 bis 1944? Stark, das sind eigentlich 11 Jahre, aber egal. Ich frag mich, wer die Texte schreibt, weil um so einen geistigen Dünnschiss von sich zu geben, muss man schon stark keine Ahnung haben. Liest du überhaupt die Texte, die dir der Funk vorlegt? Wüten hier die Truppen der Wehrmacht und der SS. Zu den Opferzahlen gibt es verschiedene Angaben. Der ukrainische Botschafter in Deutschland spricht im Mai 2020 von mindestens 8 Millionen ukrainischen Kriegsopfern, darunter mehr als 5 Millionen Zivilisten, Frauen und Kinder. Darin eingeschlossen auch 1,6 Millionen ukrainische Juden, die von den Nationalsozialisten im Holocaust ermordet wurden. Weitere 2,4 Millionen Frauen und Männer wurden als sogenannte Ostarbeiter aus der besetzten Ukraine zur Zwangsarbeit verschleppt und 400.000 Ukrainer in deutschen Konzentrationslagern inhaftiert. Dabei gerät das Leid der Ukrainer bei der allgemeinen Erinnerung an den Nationalsozialismus immer etwas in Vergessenheit, muss man sagen, denn oft wird nur von den Opfern der ehemaligen Sowjetunion gesprochen, als ukrainische sozialistische Sowjetrepublik. Davor hatte das Land schon einige Gebiete an Polen verloren. Und Bandera wollte das vereinfacht gesagt rückgängig machen. Mit Gleichgesinnten hat er zum bewaffneten Kampf aufgerufen für einen unabhängigen ukrainischen Staat. Sie haben für einen rein ukrainischen Staat gekämpft. Alle anderen würden ausgelöscht werden. Hier verschweigt Mr. Fakeman Go Fakten, damit die Nazis doch nicht so schlimm aussehen. Soweit so nachvollziehbar, könnte man sagen. Nationalstaatliche Bewegungen gab es vor allem in den frühen Phasen in einigen Gebieten im Einflussbereich der Sowjetunion. Das Problem war nur, um seine Ziele zu erreichen, war Bandera so ziemlich jedes Mittel recht. Auch die Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten. Als die deutsche Wehrmacht im Juni 1941 die Sowjetunion überfallen hat, war die große Hoffnung von Bandera, mit Hitlers Hilfe kann ein ukrainischer Staat nach seinen Vorstellungen gegründet werden. Und um das zu erreichen, haben Bandera und die Organisation ukrainischer Nationalisten und die Partisanen der Wehrmacht ihre Hilfe angeboten. Und die hat die Hilfe dankend angenommen. Pogrome gegen Juden, Ermordung russischstämmiger Menschen und viele weitere Kriegsverbrechen, an all diesen Dingen waren Banderas Partisanen als eine Art Hilfspolizei beteiligt. Gehen wir mal einfach mal in die Substanz, damit die Menschen es auch verstehen. Das erste Video ist Geschichte der Ukraine, das zweite Video ist, wieso der Krieg angefangen hat. Im ersten Video sagt er, dass die Ukrainer sehr dieses Massaker von Babi Yar bedrückt. Im zweiten Video sagt er, dass die Ukrainer selbst Teile der SS wurden oder Teile der Hilfspolizei und selbst Pogrome und Massenmorde begangen haben. Hast du Schizophrenie? Oder was geht in deinem Kopf vor sich? Hast du dich überhaupt mit dem Massaker von Babi Yar überhaupt beschäftigt? Wenn nicht, mache ich das jetzt einfach mal alles für dich wieder. Deshalb reg ich mich auch die ganze Zeit auf. Weil ich habe die Videos schon gesehen halt und ich weiß, dass er nichts davon wirklich erklären wird. Und ich hasse solche YouTuber, die betrachten geschichtliche Ereignisse im Vakuum, was nicht geht. Was man ideal daran sehen kann, wieso der Hunger in der Sowjetunion passiert ist. Ja, weil du kein geschichtliches Ereignis im Vakuum betrachten kannst. Du musst die Vorgeschichte dieses Landes wissen, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Massaker von Babi Yar. Ukrainische Kollaborateure beteiligten sich aktiv an den Hinrichtungen. Es ist bemerkenswert, dass von den 1.500 Bestrafern, die eifrig bei der Hinrichtung beteiligt waren, 1.200 Banderas waren. Mitglieder der berüchtigten OUN, Organisation ukrainischer Nationalisten. Die deutschen Bataillone von Babi Yar erhielten Einheiten der ukrainischen Hilfspolizei aus den westlichen Regionen, Wolin, Galizien, Republik Bukowina. Sie trafen die Ankömmlinge
und führten sie zu einem Ort, an dem sie ihre Habseligkeit abgeben konnten, ihre Kleider, Schuhe und sogar Unterwäsche ausziehen mussten. Die persönlichen Gegenstände der Opfer, die von den Straftätern gesammelt wurden und nicht beschlagnahmt wurden, wurden später mit Dutzenden von Lastkraftwagen später in ein spezielles Lagerhaus gebracht. Es wurde kein Unterschied gemacht zwischen Männern, Frauen und Kindern. Die Polizei trieb nackte Menschen mit Stöckern in die Gänge der Böschung am Rand der Schlucht. Als sich die Opfer dem Rand der Schlucht näherten, wurden sie ergriffen und auf den Leichen der dort bereits Erschossenen gelegt. Am gegenüberliegenden Rand befand sich ein Maschinengewehrschütze. Nachdem der Graben mit 2 oder 3 Lagen Leichen befüllt war, wurden sie oben mit Erde bestreut. Auch die von den Besatzern gebildete ukrainische Polizei wurde von den Deutschen als direkte Vollstrecker der Säuberung der Stadt von den noch in der Stadt verbliebenen Juden, Kommunisten und anderen rassisch minderwertigen und reichsfeindlichen beteiligt. Zahlreichen Zeugenaussagen zufolge zeigte die UUN noch größere Grausamkeit als die Deutschen. Jetzt mal ein Paradebeispiel, wie schlecht Mr. Wissen to Go in Recherche ist und die Auflösung vom Herrn Bandera. Während des Zweiten Weltkriegs spaltete sich die UUN 1940 in eine von Andriy Melnyk geführte Organisation genannt Melnykisten UUNM und die Benderisten UUNB unter Führung von Stefan Bandera. UUNB Angehörige zogen in die Bataillone Nachtigall und Roland an Seiten der deutschen Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion in die ukrainischen Stammlande. UUNM Mitglieder stellten die Freiwilligen für die Waffen-SS Division Galizien. Das Bataillon Nachtigall folgte deshalb den vorrückenden deutschen Verbänden als Reserve und war in keine größeren Gefechte involviert. Am 30. Juni 1941 erreichte die Kampfgruppe zusammen mit dem Bataillon des Gebirgsjägerregiments 99 die westukrainische Stadt Lemberg, die ohne Widerstand besetzt wurde. Dort waren Angehörige des Bataillons Nachtigall an Pogromen gegen die jüdischen Einwohner der Stadt maßgeblich beteiligt. Außerdem hat sich der bei den bisherigen Einsätzen gezeigt, dass die Wehrmacht die ukrainischen Soldaten schlecht unter Kontrolle hat. So war es bereits am 30. Juni 1941 während der Besetzung von Lemberg neben dem Pogrom zu einem Zwischenfall gekommen, den die nationalistische Führung als direkten Affront auffassen musste. Ein Trupp des Bataillons hatte die lokale Radiostation der Stadt besetzt und dann stundenlang über Funk von der von Jaroslav Stetsko proklamierten Gründung eines unabhängigen ukrainischen Staates berichtet. Erst der Einmarsch der 1. Gebirgsdivision beendete diesen Vorgang am Nachmittag. Daraufhin wurden verschiedene national-ukrainische Politiker wie Stetsko und Bandera verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen. Auch dies führte bald zu Unruhen in den ukrainischen Freiwilligenverband. Hier einmal der Zerfall vom Bataillon Nachtigall und Roland. Die wurden erstmal umformatiert zum Schutzmannschaftsbataillon 201. Da wurden 22 Posten mit Offizieren verteilt, die Ukrainer waren. Und ich will hier akzentieren, einer von denen waren Roman Schuchewitsch, der heute aktuell Nationalheld in der Ukraine ist, auf dem Niveau mit Bandera. Nur einmal so, das sind Leute, die dem SS gedient haben und weiter steht einfach nur, wie die danach aufgelöst wurden, weil sie sich geweigert haben, irgendwie so Deutschland zu dienen und danach einfach Teil der ukrainischen Aufstandsarmee wurden und dann einfach nur gegen die Sowjetunion als auch gegen Deutschen gekämpft haben und weiter die Zivilbevölkerung auch terrorisiert haben. Nur so, wenn ihr denkt jetzt, dass das das Ende von UN war, nein, sie haben auch noch weiter ihren Terror verbreitet und waren auch noch teils in den deutschen Reihen immer noch drin. Hier zum Beispiel einmal das Massaker von Wolin, wie sie terrorisiert haben. Werden Massaker in der polnischen Bevölkerungsgruppe in den ehemaligen polnischen Ostgebieten durch die ukrainische aufständische Armee UPA während des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. Die Massaker in Wolin und Ostgalizien stehen im direkten Zusammenhang mit der nationalistischen Politik der Organisation ukrainischer Nationalisten und ihrer militärischen Armee der UPA, welche die Eliminierung der nicht-ukrainischen Bevölkerung zugunsten eines zukünftigen rein ukrainischen Staates anstrebte. By the way, Fun Fact! Was ein Nazi? Slava Ukraine! Weiter, die Sowjetunion musste viel überstehen, um eine Weltmacht zu werden. Und das in noch knapp 20 Jahren. Davon können kapitalistische Länder nur träumen. Wir kommen ins Jahr 1939 an, wo die Sowjetunion mit Deutschland Polen teilt, aufgrund von Einflussgebiet. Ich wende mich an das Buch Alexander Dukov, wie man einen ukrainischen Staat aufbaut. Ich erinnere daran, zu dem Zeitpunkt gehören Polen Territorien von Weißrussland und der Ukraine. Zitat: In Polen müssen ukrainische Nationalisten einen Aufstand auslösen und Sabotageaktivität verbreiten. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden polnisch-deutschen Krieg. Auf dem Territorium Deutschlands führen Ukrainer Militärübungen durch, die den Charakter einer legalen militärischen Ausbildung tragen. Ende.
Das war aus den Worten von Abwehr. Das Ziel hier ist eine Fortführung der Operation Weiß, also der Angriff auf Polen und die Erstellung eines Marionettenregimes im Angesicht der Westukraine für das Dritte Reich. Für die ganz Dummen. Wir hätten dann die Ukraine zweimal. Einmal die Westukraine unter der Kontrolle der ukrainischen Nazis und einmal die Ostukraine Teil der SSSR. Weshalb Stalin handeln musste und diesen Platz haben, den Nazis nicht erlauben konnte. Deshalb wurden Polen seitens der Sowjetunion eingenommen, nachdem die polnische Regierung gerannt ist. Polen hatte zu dem Zeitpunkt schon keine schwache Armee und man hatte erwartet, dass Polen länger standhalten würde, aber nach 2 Wochen war die polnische Armee schon zerstört und daraufhin ist die polnische Regierung gerannt. Daraufhin hat die Sowjetunion Gebiete Polens eingenommen. Es ist nicht so, dass Polen gleichzeitig von zwei Seiten angegriffen wurde, das ist Falsifizierung. Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion wussten, dass sie früher oder später Krieg mit dem Dritten Reich führen würden, aber sie wussten nicht wann. Deshalb hatte Frankreich auch keine Mobilisierung durchgeführt und Polen wurde nicht geholfen. Aber der Punkt mit Polen war, dass sie sich geweigert haben, die sowjetischen Streitkräfte durch Polen durchgehen zu lassen. Die Sowjetunion hatte zu dem Moment keine Grenzen mit Deutschland, um ihr zu helfen, genauso wie als Polen mit Deutschland die Tschechoslowakei geteilt hat und die SSSR ihr helfen wollte, aber keinen Weg bekommen hat, um die Tschechoslowakei zu retten, weil Polen Angst hatte, die Gebiete, die in Kritik sind, die mit der Sowjetunion zu verlieren. Historische Themen für das offizielle Warschau. Die polnischen Behörden können nicht akzeptieren, dass die Regierung des Landes zum Zeitpunkt des Einmarsches der sowjetischen Truppen in die Ostprovinz Polen bereits ins Ausland geflohen war und die zweitpolnische Litauische Republik nicht mehr existierte. John Towland, ein amerikanischer Historiker und Publizist, Pulitzer-Preisträger, schreibt in seinem Buch Adolf Hitler: Am Morgen des 5. September wurde die polnische Luftwaffe zerstört und 2 Tage später fast alle 35 polnische Divisionen besiegt oder umzingelt. William Scheer, ein amerikanischer Korrespondent mit Sitz in Berlin, der Augenzeuge der Ereignisse, schrieb in seinem Buch The Fall of the Nazi Empire über den Polenfeldzug der Wehrmacht und den Blick des Autors seiner Zeilen, der das Gebiet besuchte, in dem der Gegenangriff stattfand, sich ein paar Tage später abspielte. Wurde ein ekelhaftes Bild eines blutigen Fleischwolfes präsentiert, egal wie mutig, tapfer und rücksichtslos die Polen waren. Die Deutschen haben sie einfach mit einem schnellen Panzerangriff niedergeschlagen. Scheer wies insbesondere auf die Schnelligkeit der deutschen Offensive hin. Nach etwa 48 Stunden hörte die polnische Luftwaffe auf zu existieren. Die meisten der 500 ersten Fluglinien wurden auf den Flugplätzen zerstört. Krakau, die zweitgrößte Stadt Polens, fiel am 6. September. In derselben Nacht floh die Regierung von Warschau nach Lublin. Am Mittag des 8. September erreichte die 4. Panzerbrigade der Wehrmacht den Rand der polnischen Hauptstadt. Innerhalb einer Woche war die polnische Armee vollständig besiegt. Die meisten ihrer 35 Divisionen, alles was sie mobilisieren konnten, wurden entweder besiegt oder in riesige Zangen gequetscht, die Warschau umschlossen. Die polnische Regierung, oder besser gesagt, was von ihr nach den ständigen Bombardierungen und Beschuss aus der Luft übrig geblieben war, Luftwaffenflugzeuge erreichten am 15. September die rumänische Grenze. Der polnische General Wladyslaw Anders schrieb in seinen Memoiren, ohne das letzte Kapitel, über die Lage Polen am 10. September 1939 wie folgt: Unsere Lage ist sehr schwierig. Polnische Einheiten sind überall kaputt. Deutsche in der Nähe von Warschau. Das Oberkommando ist nach Brest am Berg aufgebrochen. Ab Standrat von Warschau finden Kämpfe statt. Am 17. September 1939 verließ die polnische Regierung das Land. Die Behauptung, die Regierung habe Polen nur im Zusammenhang mit dem Einmarsch von Einheiten der Roten Armee in das Land verlassen, entspricht nicht der Wahrheit. Wie lässt sich sonst die Tatsache erklären, dass bereits am 16. September 1939, als es keine Informationen über den geplanten Einmarsch der Roten Armee in Polen gab, Vertreter der polnischen Regierung mit den Rumänen über deren Durchreise nach Frankreich über rumänisches Territorium verhandelten. Es ist bekannt, dass der polnische Befehlshaber Marshal Edward bereits am 3. September 1939 den Befehl gab, die Rückzugssache unserer Streitkräfte auf die verbündeten Rumänen und Ungarn auszurichten, was günstig ist für Polen. Zu den Behauptungen, dass die Lage in Polen bis zum 17. September 1939 von den Behörden kontrolliert wurde, werden wir einen Augenzeugenbericht vorlegen. Hier ist, was er in seinem Buch schrieb: Der Mensch ist für den Mensch ein Wolf. Gulag-Überlebender Janusz Bardak, der 1939 in der Stadt Wladimir Wolinski lebte. Am 10. und 11. September flohen die örtliche Polizei und die Zivilbehörden. Die plötzliche Flucht der Stadtbeamten führte die Stadt in Anarchie. Vater ermahnte Janusz und sagte ihm, es ist gefährlich auf den Straßen, dort wimmelt es von polnischen Deserteuren und ukrainischen Banditen.
Weiter, mit dem Angriff des Dritten Reiches auf die Sowjetunion wurden zum Beispiel die Nazis in Galizien, Westukraine als Befreier empfangen. Und zwar aus den davor genannten Gründen. Aber da die jetzt schon einmarschiert sind, brauchten sie kein Marionettenstaat mehr. Bandera hat aber versucht, einen zu machen, das gefiel aber ihrem Chef nicht. Also wurde Bandera ins Gefängnis gesteckt, wo er alles machen konnte, was er wollte und seine Ideologie weiter verbreitet hat. Genauso ist es auch passiert, sonst könnte er das nicht machen. Weiter. Sie haben sich den Banderas und den Mannix angenommen und für sich die dreckige Arbeit machen lassen, wie das Töten der Zivilbevölkerung, zum Beispiel das Massaker von Wolin, wo sehr viele Polen getötet wurden. Wieso Polen? Weil das Motto damals war, Slava Ukraini, Geroim Slava, Balyakam Smerz. Also, Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden, Tod den Polen! Slava Ukraini! Geroim Slava! Slava Heroyam! Und viele Polen erinnern sich daran, deshalb ärgert sich die polnische Regierung immer wieder, wenn der Held Stefan Bandera in der Ukraine genannt wird. Selbst die Polen ärgern sich manchmal in Telegram. Hier als Beispiel, wie ein ukrainischer Soldat sich das Zeichen von Bandera auf den Arm klebte, was aber seinen polnischen Freunden nicht gefallen hat. Er musste sich dafür in einem anderen Post entschuldigen und das Bild, was er davor hochgeladen hat, löschen. Dann kommt noch das Massaker von Babi Yar, wo aber diesmal ins Ziel Juden genommen wurden. Wieso Juden? Weil die Organisation UON, Organisation ukrainischer Nationalisten, weil es war halt eine 1:1 Kopie von den Nazis in Deutschland. Es war ein ideologisches Antisystem, das sich nur entfalten kann, sobald alle anderen vernichtet sind. Damit ihr das versteht, das Dritte Reich hatte die Idee vom Lebensraum. Das ist das Antisystem. Ihr müsst erstmal alle anderen töten, damit ihr euer Ziel erreicht. Wieso müssen die Kollaborateure als Verräter geächtet werden? Weil die Sowjetunion es mit der Weltmacht Nummer 1 aufnehmen musste, dem Dritten Reich. Das war die stärkste Armee überhaupt. Guckt euch an, wie schnell sie Frankreich angenommen haben, Polen, wie viele Verbündete das Dritte Reich hatte, Spanien, Italien, Ungarn, Rumänien, Finnland, Österreich, Japan. Selbst Großbritannien hatte Angst und das zu Recht. Deshalb hat Winston Churchill auch die USA angefleht, der Sowjetunion mit dem Lend-Lease zu helfen, weil die USA eigentlich die Idee hatte, die ganze Zeit nur zuzugucken und erst dann zu helfen, wenn sie sehen, dass jemand stark gewinnt und ihren Gegner zu helfen. Also würden die das Dritte Reich unterstützen, als auch die Sowjetunion, damit so viele Menschen sterben wie nur möglich. Wenn ihr mir nicht glaubt, hier ist der Ausschnitt aus der New York Times. Und in dieser schweren Situation, wo die Sowjetunion schon zeitlich mit Japan Krieg geführt hat in Hanchengol, deshalb gab es den Nicht-Angriffspakt von Molotow-Ribbentrop, weil sonst die Sowjetunion auf zwei Seiten gleichzeitig kämpfen müsste. Und der Krieg mit Finnland 1939, um die Grenzen weiter weg zu verschieben von St. Petersburg, weil es war klar, dass die Finnen Deutschland unterstützen würden. St. Petersburg ist die zweite Hauptstadt, man musste die Grenzen so verschieben, damit die Finnen nicht aus ihren Territorien Beschuss über die Stadt führen konnten. Wobei es später, 1941, ja auch zur Blockade von Leningrad kam, später St. Petersburg. Wo Finnland das Dritte Reich unterstützt hat, in der Stadt eine Hungersnot und Blockade zu organisieren. Noch einmal kurz eine Erklärung, die Sowjetunion wollte Finnland einen Teil seiner Gebiete abgeben und im Gegenzug Teile von Finnland bekommen, um die Grenzen weiter weg zu verschieben von St. Petersburg. Die Finnen willigten aber nicht ein und hatten zu dem Zeitpunkt eine faschistische Regierung. Deshalb hat die Sowjetunion gehandelt, bevor es nicht zu spät war, weil wenn sie nicht gehandelt hätten, wäre St. Petersburg später komplett ausgelöscht worden und die Deutschen hätten noch mehr Macht, um ihren Lebensraum zu erweitern. Und nochmal, wieso die Sowjetunion Riesensprünge machen musste und woher sie wussten, dass der Zweite Weltkrieg im Anmarsch ist. These von Stalin. Wir haben 20 Jahre und wir müssen das durchrennen, wofür Europa 200 Jahre hatte. Weshalb es auch Jahrespläne gab in der Industrialisierung. Das wussten nicht nur die Kommunisten. Denn hierfür benutze ich das Zitat von einem französischen Marschall, Ferdinand Foch, über den Versailler Vertrag. Zitat. Das ist kein Friedensvertrag, das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Und einmal die Umstände in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Man hat Deutschland 5 Tage gegeben zum Nachdenken und damit gedroht, ganz Deutschland zu besetzen. Der Krieg war schon zu Ende, aber die britische Meeresblockade von Deutschland ging weiter, was den Hunger in Deutschland verstärkte. Unter diesen Umständen war man gezwungen, den Versailler Vertrag zu unterschreiben, was der Weimarer Republik überlassen wurde. Man war gezwungen, immer wachsende Reparationskosten zu zahlen, Riesenverluste an Territorien und Industrie. Kurz gesagt, der Verlierer wird beraubt, der Gewinner nimmt sich, was er will. Kapitalismus. Nur so, damit meine Zuschauer nicht falsch denken, Faschismus taucht nicht einfach so auf. Er hat den großen Firmen sehr viel Macht gebracht. Wie Farbenindustrie, Krupp, viele andere auch noch dazu. Große Firmen haben Hitler an die Macht gebracht. Könnt ihr Henry Ford fragen? Der hat auch die Nazis unterstützt, wie andere Firmen der USA auch. Es gibt keine falschen Völker. Wie man sieht, hatten die Bolschewiken immer Ahnung, was sie machen.
Zurück zum Kontext. 1939, die Sowjetunion wusste, bald kommt das Dritte Reich. Und es kam. Jetzt seht ihr, dass die Sowjetunion unter den härtesten Bedingungen Krieg mit dem stärksten Land hatte, weil Deutschland war die absolute Macht im Bereich Technik, Waffen, Kriegsführung und, wie wir sehen, genug Verbündete hatte. Wobei die Sowjetunion gerade die Industrialisierung durchgeführt hatte. Und hier kommt der Schlag in den Rücken von den Kollaborateuren. Anstatt Krieg mit dem Dritten Reich zu führen, Zivilbevölkerung zu retten oder zu schützen, weil das Dritte Reich kam, um zu töten. Das Dritte Reich hat sich schnell über die Territorien der Sowjetunion verbreitet. Hier sieht man, wie stark die Sowjetunion dem Dritten Reich unterlegen war. Und was machen die Banderas? Sie verbünden sich mit denen, die den Genozid gebracht haben und unterstützen das mit den Massenmorden an der Zivilbevölkerung, die nicht ukrainisch genug für sie waren. Die Banderas haben das geliebt, den Terror. Nicht umsonst gab es die SS, Division Galizien. Leute, die wurden Teil der SS, das waren Tiere unter den Tieren. Für die hat ein falsches Menschenleben nichts bedeutet. Und jeder, der nicht genug Deutsch, jeder, der nicht genug ukrainisch war, war falsch. Banderas Menschen haben konkreten Spaß daran, schwangeren Frauen den Bauch aufzuschlitzen, Babys rauszuholen, Katzen reinzutun und das wieder zuzunähen. Menschen waren für sie nichts und mit nichts konnte man sich jeden Spaß erlauben. Sadistische Vorgehensweisen wurden nur bejaht. By the way, ich will hier nochmal sagen, dass es keine Nazis in der Ukraine gibt, denn der oberste Gerichtshof der Ukraine hat beschlossen, dass die SS, Division Galizien, nicht zu den Nazis gehört. Screenshot hier an, bitte. Im Bundestag ist beschlossen worden, im Dokument Organisation Ukrainischer Nationalisten, OUN, und die ukrainische Aufstandsarmee, OPA, während des Zweiten Weltkrieges, steht drin, dass sie indirekt beteiligt waren, weil sie unter der Führung des Dritten Reiches das gemacht haben. Ob man da wirklich sagen kann, dass es indirekt ist und nicht direkt, würde ich streiten. Denn um Teil der SS zu werden, musste man sich anstrengen. Oder diese ganzen Massenmorde waren auch ein Haufen Arbeit. Dennoch steht wenigstens drin, dass sie eine Mitverantwortung am Holocaust haben. Danke, dass Deutschland wenigstens das kann. Wobei sie auch sagen sollten, ja, es gab auch Nazis in anderen Ländern, die uns unterstützt haben. Aber nein, Deutschland wird wieder versuchen zu sagen, nein, wir sind die Alleinschuldigen, danke für nichts. Wieso der Zweite Weltkrieg für Russland so wichtig ist, als Beispiel. In der Schlacht von Stalingrad sind so viele Menschen gestorben, wie in sonst keinem einzigen Kampf. Hier die Verlustzahlen. Deshalb werden Filme über diesen Kampf gemacht, weil sie riesig und wichtig für den ganzen Krieg war. Das war der Wendepunkt für den ganzen Krieg. Nach diesem Kampf wurden die Nazis zurückgejagt. Und das haben nicht die Amerikaner gemacht, die erst 1944 die zweite Front aufgemacht haben, kurz einem Jahr vor Ende des Krieges. Und dann einen Haufen Filme drüber machen, wir haben den Frieden nach Europa gebracht. Dein Vater! Die Amis hatten sogar versucht, Frieden mit dem Dritten Reich zu machen, außerhalb von den Augen von Stalin. Zum Glück hat er davon mitbekommen und die Operation Sunrise ist nie in Kraft getreten. In der Zeit, wo die Sowjetunion geblutet hat wie kein anderes Land, wenn mir jetzt jemand mit den Lendlease ankommt, der Lendlease war zuerst für Großbritannien gedacht, später hat Frankreich was abbekommen, viel, viel später hat die Sowjetunion was abbekommen, aber erst als man gesehen hat, dass die Sowjetunion doch noch die Nazis aufhalten kann und das ist nicht zu vergleichen mit dem, was die Sowjetunion erleiden musste, guckt mal den Einsatz der Sowjetunion an und guckt euch dann an, wie viel die Sowjetunion dann bekommen hat vom Lendlease, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Großbritannien bekommen hat und wie viel Großbritannien gemacht hat. Häng nicht. Okay, wo ist mein Bleistift? Fühlt sich besser an. Die Sowjetunion würde durch ganz Europa mit ihren Siegeszug gehen, aber Amerika konnte nicht erlauben, dass Europa kommunistisch geworden wäre, weshalb sie die zweite Front aufgemacht haben und darauf folgte der Marshallplan. Der Plan, dass die westlichen Länder Europas Geld von den USA bekommen, um sie wieder aufzubauen und im Gegenzug eine Hexenjagd gegen die Kommunisten in ihrem eigenen Land starten. Weil du Kommunist bist, wirst du verjagt, getötet in andere Länder. Riecht nach Freiheit, Demokratie. Aber wie wir alle wissen, sieht Demokratie so aus. 25 Tonnen Sprengstoff. Auf Hiroshima und Nagasaki, was bis heute kein Kriegsverbrechen ist. Einmal nachdenken. Wir überspringen jetzt den Krieg und sind beim Sieg der SSR. Hier einmal ein paar interessante Dokumente wie Cold War alias the Origin of the CIA's Relationship with the Ukraine Nationalists. In den Dokumenten steht drin, wie die CIA in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ukrainische Nazis in Deutschland versteckt hat und die der Sowjetunion nicht ausgeben wollte. Interessant, oder? Nazis nicht ausgeben. Hier ist die Seite, wo drin steht, wie sie Bandera versteckt haben. Ein edles Ding. Nazis verstecken, die Genozide gemacht haben. Interessant, wieso hat die CIA versucht, Nazis zu verstecken und welche Zwecke könnte es wohl in der Zukunft haben? Oder hier noch ein Dokument, Aerodynamik, wie die CIA Nazis in die USA gebracht hat, um die dort zu verstecken und um von da aus Propaganda gegen die Sowjetunion machen zu lassen, in der Agentur Prolog. Und hier nochmal ein Dokument, wie die CIA sagt, dass OUN eine Terrororganisation ist, auflistet, wieso sie wen ermordet haben, an Politikern, besonders für eine eigene Stadt in Ostpolen.
Gehen wir mal darauf ein, wer Mykola Lebed ist und was er so in den USA erfunden hat, um von da aus einen Keil in die Gemeinschaft der Sowjetunion zu treiben. Mykola Lebed wird von der CIA als glühender Nationalsozialist betitelt und Teil der Terrororganisation OUN. Er war daran beteiligt, polnische Politiker umgebracht zu haben für ihren eigenen Staat. Man kann sagen, er war der Wichtigste in der Agentur Prolog, wenn es um Propaganda ging. Er soll gewisse Filme gedreht haben, die zeigen sollen, wie schlecht die Sowjetunion mit den Ukrainern umgeht, wie die Sowjetunion versucht, sie umzubringen. Hier kommt der Punkt, diese Person hat aus den USA den Holodomor erfunden. Und zwar als erstes als Film, der wurde sogar in Kanada gedreht. Was man an der Rechnung sehen kann, Geld für Filme und Zeitungen wird reichlich ausgegeben. Dazu soll die Agentur in den USA Kontakt mit den überlebenden Banderas in der Sowjetunion geführt haben. Betitelt wurden diese Personen als Guerillakämpfer. Was zeigt, dass die Nazis in der Ukraine ein Produkt von außen sind. Sie waren im Zweiten Weltkrieg schon ein Produkt von außen und später haben die USA diese einfache Formel wieder benutzt. Alle Dokumente unten nachgucken. So, und jetzt sagt mir, wenn Stefan Bandera ein Freiheitskämpfer war, dann müsste logischerweise Hitler auch als Freiheitskämpfer betitelt werden. Was Mr. Fakeman Go macht, ist nichts anderes als Tatsachen verdrehen. Bandera war gleich mehrere Dinge auf einmal. Politiker für die Partei Organisation Ukrainischer Nationalisten, eine, wie der Name schon sagt, nationalistische Partei. Wen willst du verarschen? Selbst die CIA, nochmal, sagt, dass es eine Terrororganisation ist. Wenn ich mich mit einem Haufen Menschen versammle, morde und sage, wir sind für die Abspaltung Bremens, sind wir dann eine Partei? Partisanenkämpfer und Anführer der ukrainischen Aufstandsarmee? Aufstandsarmee. Wenn man Henker als Aufstandsarmee bezeichnet, dann okay. Der verdreht die Tatsachen so sehr, dass man daraus einen Knoten machen könnte. Nachvollziehbar, wie du nicht erwähnst, woher diese sogenannten Aufstandskämpfer herkommen. Nochmal, der Dritte Weg hat sie ausgebildet, nicht alle, aber im großen Maße. Ihr erstes Treffen war sogar in Wien. Und er war Symbolfigur für etwas, das es zu der Zeit, in der er besonders aktiv war, nicht gab. Nämlich einen unabhängigen ukrainischen Nationalstaat. Denn, das könnt ihr in dem Video, das ich oben auf dem i verlinkt habe, erfahren, nach einer kurzen Phase der tatsächlichen Unabhängigkeit gingen weite Teile der Ukraine 1922 in der damaligen Sowjetunion auf, als Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik. Davor hatte das Land schon einige Gebiete an Polen verloren. Und Bandera wollte das vereinfacht gesagt rückgängig machen. Mit Gleichgesinnten hat er zum bewaffneten Kampf aufgerufen für einen unabhängigen ukrainischen Staat. Soweit so nachvollziehbar, könnte man sagen. Nationalstaatliche Bewegungen gab es vor allem in den frühen Phasen in einigen Gebieten im Einflussbereich der Sowjetunion. Das Problem war nur, um seine Ziele zu erreichen, war Bandera so ziemlich jedes Mittel recht. Bandera selbst war ein Nationalsozialist. Er wollte einen eigenen ukrainischen Staat haben. Wegen der Nationaltrennung. Ihr seid dreckige Polen, Russen, Juden, hier sollen nur Ukrainer leben. Und als Deutschland das nicht mehr gebraucht hat, haben sie ihn ins Gefängnis geschickt, weil er sich zu viel erlaubt hat. Weil für die Deutschen im Dritten Reich, nicht heute, waren Ukrainer genauso wie für die Ukrainer Russen das war, was nicht existieren soll. By the way, Hitler war auch jedes Mittel recht für die deutsche Nation und den Lebensraum. Lebensraum war ganz Osteuropa. Da sollen fast alle getötet werden, weil es zu viele von diesen anderen Völkern gab. Es soll nur ein kleiner Teil übrig bleiben und die sollen dann dem deutschen Volk dienen wie Sklaven. Auch die Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten. Als die deutsche Wehrmacht im Juni 1941 die Sowjetunion überfallen hat, war die große Hoffnung von Bandera, mit Hitlers Hilfe kann ein ukrainischer Staat nach seinen Vorstellungen gegründet werden. Cool, wie du nicht erwähnst, wie eine Ukraine nach seinen Vorstellungen aussehen würde. Erzähl doch einfach ein bisschen detaillierter über das Massaker von Wolin. Oder du sagst doch selber, dass er ein Nazi war. Also welchen Staat würde er gründen? Ganz nüchtern betrachtet, hä? Er würde ja nicht einen neuen Nazi-Staat aufbauen. Was will eigentlich diese Sowjetunion mit ihren Rechten für Arbeiter und die Gleichheit der Bevölkerung? Widerlich sowas, jetzt mal ehrlich. Es ist ja viel krasser, Nazi-Fahnen zu schwenken, Genozide zu betreiben und sozial-chauvinistisch zu sein. Ja, Mann. Und um das zu erreichen, haben Bandera und die Organisation ukrainischer Nationalisten und die Partisanen der Wehrmacht ihre Hilfe angeboten. Und die hat die Hilfe dankend angenommen. Pogrome gegen Juden. Ermorde russischstämmiger Menschen und viele weitere Kriegsverbrechen, an all diesen Dingen waren Banderas Partisanen als eine Art Hilfspolizei beteiligt. Hilfspolizei. Ey Leute, die haben Massenmorde gemacht. Laut Mr. Fakeman Go sind das die Aufgaben der Hilfspolizei. Inwieweit Bandera selbst Verantwortung hatte, das ist bis heute umstritten, aber klar ist auf jeden Fall, er hat mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet und er war ein glühender Antisemit. Es ist umstritten, wie selbst er daran beteiligt war?
War ja nur seine Organisation, OUNB, B für Banderas, in der die Ideologie herrschte, die er verbreitet hat. Hitler selbst hat auch nicht persönlich Millionen Menschen getötet, also ist es umstritten, wie sehr Hitler daran beteiligt war, oder was? Immer dazu erwähnen, er war ein Nazi, kein Freiheitskämpfer, er war ein Antisemit, aber Politik, er war Politiker, ja, seine Politik war darin, Menschen umzubringen. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann konnte er viele Jahre unerkannt als Stefan Popel, kein Witz, in Deutschland leben, genauer gesagt in München, bis er dann 1959 von einem Agenten des Geheimdienstes KGB aus der Sowjetunion erschossen wurde. Sein Ziel, einen ukrainischen Nationalstaat zu gründen, hat Stepan Bandera letztendlich nicht. Wie es dazu kam, dass er entspannt in Deutschland leben konnte, habe ich schon bereits erzählt. Die CIA hat ihn versteckt. Bei Gott, seine Recherche ist überragend göttlich, ohne Witz. Laut ihm hat er es einfach so geschafft, in Deutschland zu leben. Erreicht. Was er aber geschafft hat, ist, einen Mythos zu erzeugen. Den Mythos vom Kampf für eine unabhängige Ukraine und vor allem vom Kampf gegen die Sowjetunion, beziehungsweise heute gegen Russland. Und genau deshalb wird Stepan Bandera auch heute noch von vielen Ukrainern verehrt. Vor allem in den Teilen des Landes, die eher westlich orientiert sind. Nein, das waren die Bemühungen des CIA und von Mykola Lebit. Und auch in der Politik hat Bandera viele Verehrer. 2010 hat der damalige Präsident Viktor Yushchenko ihn zum Beispiel zum Helden der Ukraine erklärt. Und der heutige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnyk, hat im April 2015 öffentlich Blumen an seinem Grab niedergelegt. Das ist eine Aktion, die damals sogar im Bundestag diskutiert wurde. Diese Beispiele zeigen, während Bandera ganz nüchtern betrachtet ein Nazi-Kollaborateur und Antisemit war, der für seine Ziele über Leichen gegangen ist, buchstäblich, gilt er gleichzeitig auch als Symbol für den Kampf für eine unabhängige Ukraine. Dass die USA ihre Finger im Spiel hat, lassen wir weg, so wie das Riesenteil der Ukraine Einzelpersonen in den USA gehören, wie zum Beispiel Hunter Biden mit Burisma. Hier geht es um wirtschaftliche Interessen. Ich verstehe echt nicht, wie das funktioniert. Wir sind für ein unabhängiges Deutschland, wir wollen nicht mehr Teil der EU sein, also sollen wir im gleichen Moment die Nazi-Fahne schwenken oder was? Die wirtschaftlichen Interessen der ukrainischen Elite ist in dem Fall, die Ukraine so gut wie es geht an den Westen zu verkaufen. Nichts mehr. Es geht um Geld. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dieses ambivalente Verhältnis, dann versteht man auch vieles von dem, was seit ungefähr 8 Jahren in der Ukraine passiert. Ohne irgendwas davon gut zu heißen, natürlich. Wie ambivalent. Das ist geisteskrank. In einem Moment von Unabhängigkeit sprechen und im nächsten Moment die Nazi-Fahne schwenken. Denn 2014 war so etwas wie das Schicksalsjahr der Ukraine. Oder besser gesagt, eines von mehreren Schicksalsjahren. 2022 ist es natürlich auch. 2014 wurde der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch nach massiven Protesten aus dem Amt gedrängt. Hintergrund war seine prorussische Politik und seine Weigerung, in Verhandlungen für eine EU-Mitgliedschaft einzusteigen. Die Ukraine wollte Mitglied der EU werden und nicht Teil der Euro-Assoziation. Das ist ein Unterschied. Und wer hat Janukowitsch aus dem Amt gedrängt? Zufällig nicht die Nazis aus dem rechten Sektor. Und den zu dem Moment sich aufbauenden Azov, zudem, als die Ukraine Teil der Euro-Assoziation wurde, hat sie Marktanteile in Russland verloren, was der Wirtschaft der Ukraine nicht geholfen hat. Danke, Euro-Assoziation. Das ist eine Entwicklung, mit der Wladimir Putin gar nicht einverstanden war, denn eigentlich wollte er die Ukraine sehr eng an Russland binden. Putin, 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 Putin! Es geht ja nicht um wirtschaftliche Interessen, es geht um Putin! Nochmal, die Wirtschaft von Russland und den Donbass hängen aneinander. Russland kann ohne den Donbass überleben, aber welcher Kapitalist sagt zu einem zusätzlichen Gewinn nein? Aber der Donbass kann ohne die russische Wirtschaft nicht überleben. Sie wurden nun so aufgebaut. Zudem, das ist so idealistisch zu sagen, wir haben Krieg wegen nur einer Person. Bist du geisteskrank? Sowas kann nicht mal in der Theorie funktionieren, wenn nicht alle für dich sind. Und dann auch sind auch logischerweise alle für den Krieg. Leichtes Beispiel, ich hasse Hitler-Beispiele, nehmen wir also den Ersten Weltkrieg. Egal, wer in der Macht war, es wäre zum Ersten Weltkrieg gekommen. Wie stellst du dir das sonst vor, dass bei der Regierung, bei jedem Abgeordneten hinter dem ein Typ in der Waffe steht oder was? Sein Bedenken jetzt, die Ukraine wird nicht nur EU-Mitglied, sondern auch Mitglied der NATO und steht damit vor der Tür Russlands. Die Ukraine schreit auch die ganze Zeit, dass sie Teil der NATO sein will. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Video, das oben auf dem i verlinkt ist. Die Reaktion von Wladimir Putin kam sehr schnell. Zuerst hat Russland 2014 die Kontrolle über die Halbinsel Krim übernommen. Zitat der Krim-Administration vom 22.01.2014. Die wütenden Extremisten, die das Zentrum der Hauptstadt erobert und sich mit Barrikaden vom Rest des Landes abgegrenzt hatten, gaben bekannt, dass auf dem von ihnen eroberten Territorium keine Gesetze mehr in Kraft seien. Alle Verantwortung für die blutigen Ereignisse in der Hauptstadt liegen bei den Oppositionsführern als Organisatoren des Maidans und ihrer Komplizen. Den Autoren des Appells zufolge haben die Führer
Führer der Opposition die Sprache der Ultimaten gewählt und im Voraus inakzeptable und absolut rechtswidrige Forderungen aufgestellt, deren wichtigste vorgezogene Präsidentschaftswahlen in der Ukraine sind. Die Unterzeichnung der Moskauer Abkommen durch den ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch anstelle eines Assoziationsabkommens mit der EU wurde von der Opposition als Vorwand genutzt, um ihm Verrat an nationalen Interessen vorzuwerfen. Tatsächlich sind es die Verräter, die heute eine Eskalation der Gewalt in Kiew und den Regionen des Landes provoziert haben. Diese politischen Marionetten versuchen die Ukraine und die autonome Republik Krim mit Hilfe der Technologie der Farbrevolutionen ihrer Zukunft zu berauben, heißt es in der Erklärung des Parlaments der Krim. Wenn dieses kriminelle Szenario umgesetzt wird, werden die Krim und die Bewohner der Krim mit der Gefahr einer erzwungenen Maidanisierung und dem Verlust aller Errungenschaften der Autonomie und ihres Statuses konfrontiert sein. Wir werden gezwungen sein, auf die jahrhundertalte gemeinsame Geschichte mit Russland zu verzichten, auf die russische Sprache zu vergessen, mit dem Stigma Jude, Moskau, Fremder zu leben und unter Nazi-Parolen die Leistung unserer Väter und Großväter zu verraten, welche den Faschismus besiegt haben, sagen die Autoren voraus. Im Vertrauen an die Willen der Krimbewohner, die uns gewählt haben, erklären wir, dass wir die Krim nicht an Extremisten und Neonazis überlassen werden, die die Macht in der Ukraine um den Preis der Spaltung des Landes und des Blutes seiner Bewohner an sich reißen wollen. Und dann indirekt auch über den Osten der Ukraine in der Donbass-Region. Seitdem herrscht im Osten des Landes Krieg. Im Rest des Landes ja seit Ende Februar 2022. Und genau diese Reaktion aus Russland war es, die in der Ukraine politisch etwas bewegt hat. Mr. Tatsachenverdreher, im Osten der Ukraine wollten sie kein Teil der EU werden. Und nach dem nicht legitimen Putsch 2014 haben sie die Regierung nicht anerkannt. Nochmal, die Regierung wurde geputscht. Und es kamen Menschen an die Macht, die nicht gewählt wurden. Hier mal die Ereignisse mit den Daten. Am 23. Februar 2014 verbietet die Ukraine die russische Sprache, woraufhin Krim handelt. Das Zitat des Administrationszentrums habe ich vorher gegeben. Am 14. März 2014 wird Krim Teil von Russland. Der Osten war mit der Regierung nicht einverstanden, weil sie die nicht gewählt haben. Und als sie sich geweigert haben, sie anzuerkennen, haben die neuen Machthaber die ATO ausgerufen. Antiterroristische Operation. Nicht Krieg, das ist was anderes, aber das muss man verstehen. Am 6. April 2014 beginnt der Krieg in der Ukraine im Donbass. Und Poroschenko, der danach an die Macht kam, nur so nebenbei, der Osten hat an den Wahlen nicht teilgenommen. Poroschenko hat versprochen in seiner Rede, dass er den Krieg beenden wird. Aber dann, als er an die Macht kam, hat er gesagt, dass die Menschen im Osten der Ukraine in den Kellern sitzen werden, dass sie keine Arbeit haben werden und dass ihre Kinder keine Schule besuchen werden und sowas. Nach der Tragödie in Odessa, wo Menschen getötet wurden, hat er gesagt, dass auf der anderen Seite jetzt Odessa als banderisch bezeichnet wird und dass es für ihn kein größeres Kompliment gäbe. Man sagt heute, dass Odessa banderisiert wurde. Für uns gibt es kein größeres Kompliment. Dazu hat Zelensky in seiner Vorwahlkampagne versprochen, den Krieg im Osten zu beenden und dafür gab es sogar das Minsker Abkommen, wo drin stand, dass die Ukraine ganz bleibt mit all ihren Territorien, also Donetsk und Lugansk sollen Teil der Ukraine bleiben, aber mit den Republikenrecht. Das heißt, sie hätten mehr Rechte, wie das Recht, sich ihre Sprache auszusuchen, weil Russisch war in der Ukraine seit 2014 verboten, wie ich vorher gezeigt habe, und sie wollten genau drei Sachen. Nicht in die EU, sie wollten Russisch sprechen und sie wollten keine Nazis als Volkshelden. Zudem waren die wirtschaftlichen Verhältnisse vom Donbass und Russland sehr eng aneinander gebunden, weil ihr wisst ja, der Donbass war bis 1922 Teil von der russischen Sowjetrepublik. Sie waren einfach in einem Wirtschaftssystem. Man hat sogar 1922 Donetsk als Industrieherz Russlands bezeichnet. Sie erinnern sich, was die Banderas gemacht haben und wie schwer es für die sowjetischen Soldaten war, sie zu vertreiben. Dazu wurden alle sowjetischen Helden verleugnet. Ihre Großeltern waren keine Helden mehr. Die den Nationalsozialismus besiegt haben. Die Nationalsozialisten wurden zu den Helden. Und haben dann die noch lebenden Veteranen jedes Jahr aufs Neue am 9. Mai, Tag des Sieges, beleidigt, geschlagen. Stellt euch vor, was das für eine Schande war. Nicht nur im demokratischen Spektrum, sondern auch im extremistischen. Denn für die verschiedenen nationalistischen Gruppierungen im Land war klar, wir geben nicht so einfach kampflos auf. Und so haben sich viele zusammengeschlossen, um die prorussischen Separatisten im Osten zu bekämpfen. Und zwar aktiv, mit Waffen. Die Folge war ein ziemliches Chaos. Neben der offiziellen ukrainischen Armee und auch der Nationalgarde haben sich überall im Land Milizen gebildet, die bewaffnet waren und gekämpft haben. Oft Seite an Seite mit der offiziellen Armee.
obwohl es eigentlich gar keine offiziellen Kämpfer waren. Lüge, Azov gehört zur Nationalgarde und ist dem Innenministerium unterstellt. Das kann man auf Wikipedia nachlesen. Das heißt, bewaffnete Nazis sind Teil des Staates seit dem Putsch 2014. Und anstatt sich zu bekriegen, konnte man den Republiken ihr Recht geben und die würden Teil der Ukraine bleiben. Weil Russland hat sie 2014 nicht angenommen und hat sogar mit den Friedensverhandlungen geholfen. Hier Minsker Abkommen, Donetsk, Lugansk bleiben Teil der Ukraine. Gibt ihnen mehr Rechte. Das war's. Wo ist das Problem? Na, dass die ideologisch nicht in das Bild der neuen Macht gepasst haben. Anders gesagt, die waren nicht rechtsradikal. Für die ukrainische Regierung war das zwar einerseits rechtlich eine schwierige Sache, aber andererseits auch sehr hilfreich, denn um die Separatisten zu besiegen, konnte man logischerweise jede Hilfe gebrauchen. Um Menschen zu töten, die für ihre Rechte kämpfen, sind alle Mittel recht? Rechtfertigung von Genozid? Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags geht davon aus, dass neben der Armee oder Nationalgarde insgesamt 36 solcher Kampfgruppen in der Ukraine gekämpft haben. Ganz besonders hervorgetan in der Öffentlichkeit hat sich dabei eine Einheit, die auch heute noch eine Rolle spielt, nämlich das sogenannte Bataillon Azov. Wir nehmen die Anzahl der Azov-Mitglieder, Stand 2014, das sind 2500, mal die Anzahl der Gruppierungen, dann haben wir ca. 90.000 bewaffnete Extremisten. Ziemlich viel, findet ihr nicht? Wie wahrheitsgemäß das ist, weiß ich nicht, aber Fakt, in der Ukraine dürfen Nazis Waffen tragen, stark, oder? Man muss sich dann wirklich nicht fragen, wer die Bewohner im Donbass terrorisiert hat. Ah nein, denn der Spiegel von 2016 hat ja auch berechnet, dass sie gegen Separatisten geschossen haben. Benannt nach dem Asowschen Meer, an dem sich auch die Hafenstadt Mariupol befindet. Aktuell wieder heftig umkämpft und 2014 durch Azov zurückerobert. Und genau diese aus Sicht vieler Ukrainer heldenhafte Aktion hat dem Bataillon Azov viele Sympathiepunkte eingebracht. Die Kämpfer gelten als Helden, als große Verteidiger der ukrainischen Unabhängigkeit. Nazis, Unabhängigkeitskämpfer, weil die einen Genozid im Osten der Ukraine machen, bin ich der Einzige, der das für geisteskrank hält. Allerdings ist das nur ein Teil der Wahrheit. Das Bataillon Azov ist auch stramm rechtsextrem. In einer älteren Version des Logos waren viele nationalsozialistische Symbole enthalten. Auch jetzt sieht man dort noch die sogenannte Wolfsangel. Die haben unter anderem auch die Adjutanten der Hitlerjugend als Ärmelaufnäher getragen haben. In den von Azov kontrollierten Gebieten soll es immer wieder zu Misshandlungen und Folter gekommen sein, vor allem an der russischen Bevölkerung. Videos und Bilder dazu gibt es gerade eine ganze Menge im Netz. Auch gegnerische Soldaten sollen misshandelt worden sein. Andere Fotos zeigen außerdem Azov-Kämpfer mit SS-Zeichen auf dem Hals, Hakenkreuzen und vielen anderen eindeutig nationalsozialistischen Symbolen tätowiert. Und auch wenn sich der politische Arm von Azov inzwischen auffallend gemäßigt gibt, ist klar, hier handelt es sich um eine neonazistische Organisation. So stellt es auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags fest. In den vergangenen Jahren gab es auch immer wieder Kontakte zwischen Mitgliedern von Azov und Neonazis aus Deutschland. Zum Beispiel bei Veranstaltungen der rechtsextremen Parteien der Dritte Weg und der NPD. Expertinnen und Experten sprechen von einem engen Netzwerk, das da inzwischen entstanden ist. Hier, Global Times, Azov wird von den USA nebenbei finanziert, um noch Menschen im Osten zu töten. Hier hat die USA ihre Finger im Spiel. Und das mit den Nachfolgern der Banderas. Der Regierung der Ukraine war das alles 2014 offenbar nicht so wichtig. Wichtiger war der Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Noch in diesem Jahr, also 2014, wurde Azov offiziell zum Regiment erklärt und in die Nationalgarde integriert. Und dazu gehört sie auch noch heute. Genauso wie einige andere offen rechtsextreme Gruppierungen. Verantwortlich für die Integration war damals der ukrainische Innenminister Arsen Avakov. Ein Mann, dem immer wieder Verbindungen ins rechtsextreme Milieu nachgesagt werden und vor allem ganz enge Verbindungen zu Azov. Damit ist er nicht der Einzige mit diesen mutmaßlichen Berührungspunkten. Moment, er sagt, dass Nazis in der Regierung stecken und dass Nazis Waffen bekommen und Teil des Innenministeriums werden, aber dann will er immer noch sagen, ey Leute, das ist doch nicht so schlimm? Eine terroristische Organisation hat Waffen und das mit der Hilfe des Staates, ey, noch offensichtlicher wird's nicht, oder? Als nach dem Sturz der Regierung 2014 in der Ukraine eine Übergangsregierung gebildet wurde, war auch eine rechtsextreme Partei daran beteiligt, nämlich Svoboda, eine Art Sammelbecken für nationalistische und extrem rechte Politiker. Zu Svoboda habe ich schon genug gesagt und gezeigt, wie sie sich benommen haben beim Putsch. Dazu kamen weitere Fälle, in denen rechtsextreme Aktivisten in wichtige Funktionen in der Ukraine gekommen sind. Auch das war wieder Thema im Deutschen Bundestag. In einer kleinen Anfrage der Partei Die Linke heißt es in Bezug auf die Sorgen vor einem Siegeszug der Rechten in der Ukraine, Zitat, die Bedenken erhöhen sich insbesondere durch zahlreiche Hinweise auf eine anhaltende rechtsextreme Durchdringung der offiziellen Politik und des Sicherheitsapparates.
Insbesondere über die Wahllisten der Parteien Volksfront und Selbsthilfe, die an der Regierung beteiligt sind, sind mehrere Anführer problematischer Milizen ins Parlament gewählt worden. Ja, und die rechtsextreme Partei Svoboda hatte damals sogar für einige Zeit den stellvertretenden Ministerpräsidenten gestellt. Schon wieder, Nazis kommen in Regierungsposition. Wow! Und unter anderem auch eng mit Vitali Klitschko zusammengearbeitet, dem Bürgermeister der Stadt Kiew. Und genau dieser Vitali Klitschko hat etwas gesagt, dass das Verhältnis vieler Ukrainerinnen und Ukrainer zu den Rechtsextremen damals und auch heute gut auf den Punkt bringt. Zitat: Wir haben verschiedene Ideologien, zwei Dinge aber einen uns. Wir kämpfen gegen die heutigen Machthaber und wir wollen europäische Werte in unserem Land. Wer? Wir? Wer? Wir? Wieso ist Krieg im Donbass? Krim ist abgehauen? Die versuchte Abspaltung in Kharkiv? Das Drama von Odessa? Ey, wirklich, wer? Wir? Die Eliten im Land? Dazu finde ich jetzt mal richtig geil, wie Herr Klitschko sich mit Nazis solidarisiert. Aber nochmal, sein Zitat vom Anfang: Russen sind alle Orks. Egal, was ich gerade sehe, alles zeigt darauf hin, dass er zeigen will, ey, die Nazis da sind doch nicht so schlimm, oder? Oder wie soll ich das verstehen? Im Fußball würde man dazu sagen, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Jetzt kommst du noch mit Fußball, wenn es um Nazis geht? Das ist die größte Solidarisierung mit Nazis, die man sich vorstellen kann. Leute, kein Spaß, er hat gesagt, wie die Zivilisten töten und im nächsten Moment in den Farben vereint. In welchen Farben? Solidarisierung mit Nazis, ohne Scheiß, Digga. Was soll das? Und genau das ist der Grund, warum viele Ukrainer heute zum Beispiel auch wenig kritisch über Stepan Bandera denken oder kein Problem mit dem Regiment Azov haben. Nein, das liegt daran, dass Menschen das den Kindern in der Schule so wie du beibringen. Sie sagen, er war ein Freiheitskämpfer, nicht Mörder, Nazi, Freiheitskämpfer. Und Kinder wachsen dann damit auf. Wie soll ein Kind auch über jemanden denken, wo man über ihn sagt, er hat selbst keine Morde gemacht? Nur seine Organisation. Dazu war er für eine unabhängige Ukraine, unabhängig von was? Die Industrialisierung in der Ukraine hat die Sowjetunion gemacht. Nichts hat die ukrainische Regierung selbst gemacht. Es gab nicht mal eine ukrainische Regierung außer der ukrainisch-sowjetischen. Alles, was die Ukraine heute hat, hat sie von den ukrainischen Kommunisten. Also von welcher Unabhängigkeit wollen wir reden? Unabhängig von der Industrie? Die Ukraine ist als stärkste Industrie in Europa aus der Sowjetunion ausgestiegen. Atomkraftwerke, Schiffe, Metall, Chemie, Waffenindustrie, Bildungssystem. Alles hat die Sowjetunion da errichtet. Und was hat die Ukraine nach 1991? Das Land wurde auf den schönen freien Märkten verkauft. Genau wie Russland. Weil die europäischen Kapitalisten brauchen keine Konkurrenz. 2004 ging die Schizophrenie in der Ukraine los. Einerseits Helden der Sowjetunion, andererseits wird Bandera zum Helden, ein Nazi, der gegen die Großväter gekämpft hat. Ihre Großväter. Einerseits Nazi-Parolen wie Slava Ukraini und andererseits Genozide der ukrainischen Zivilbevölkerung von den ukrainischen Nazis. Es war klar, dass es früher oder später explodieren wird. Hierfür zeige ich geheime Post von Nixon, der einen Brief an Clinton geschrieben hat. Von 1994, wo drin steht, dass die Ukraine ein Behälter mit Schießpulver ist. 2014 ein halb zerstörtes Land, die ihre Vergangenheit mit Füßen tritt und die Kommunisten schlimmer zeigt als Nazis. Nochmal für die Vollidioten, wenn die Nazis gewonnen hätten, gäbe es keine Länder auf diesen Gebieten, sondern den Lebensraum. Mit wenigen Slawen nach vielen Genoziden. Weil sie für ein Ziel gekämpft haben oder immer noch kämpfen, das sozusagen einer höheren Sache dient. Nämlich der nationalen Unabhängigkeit und der Verdrängung des Feindes. Welchen Feindes? Den Bewohnern von Donbass, wo es solche Einheiten gab wie Somali? Man hat sie so genannt, weil die Leute in den Krieg gegangen sind mit dem, was sie hatten. Nichts Soldaten, das waren einfache Proletarier. Ein Soldat will sich Schutzwesten besorgen, Schuhe, ordentliche Waffenaufsätze. Guckt euch allein an, wie sie aussahen. Und das ist der Feind? Ja, stark, Mann. In einem Interview mit den Medien sprach Tastych wiederholt darüber, warum sein Bataillon einen so ungewöhnlichen Namen trägt. Tatsächlich wurde es von dem Befehlshaber der Streitkräfte der sogenannten Donetsk People Republic, Arsen Pavlov, besser bekannt als Motorola, erfunden. Laut Tastych entstand die Analogie zu den somalischen Piraten, weil sein Volk mangels einer stabilen Nahrungsversorgung in Lumpen gekleidet war und mit schussbereiten Waffen wie echte Piraten aussahen. Darüber hinaus erklärte der Bataillonskommandeur den Namen damit, dass dieselben verzweifelten Menschen als Piraten dienten. Die Option Somali wurde von allen Mitgliedern des Bataillonshauptquartiers unterstützt. Sie haben tatsächlich jegliche Menschlichkeit und tun und lassen, was sie wollen in den besetzten Gebieten. Andere wiederum sind zum Teil sehr zerrissen, wenn sie feststellen,
gegen wen sie da tatsächlich eigentlich zu Felde ziehen, dass es ihr eigenes Volk ist und nicht die russische Armee. Das gilt natürlich in einer Situation wie jetzt ganz besonders. Die Ukraine wurde von Russland angegriffen und muss sich verteidigen. Da sind alle, die helfen wollen, gerne gesehen. Russland hat die Ukraine aufgrund ihrer kapitalistischen Interessen angegriffen, weil die westlichen Kapitalisten die Ukraine als Rambock gegen Russland benutzen wollen. Wir leben ja im Kapitalismus und verteidigen ihn, also ist doch alles schön und gut. Die deutsche Waffenindustrie floriert doch gerade. Die richtigen Menschen machen ihr Geld und der Steuerzahler zahlt für alles. Und die Regierung ist scheinheilig. Wir kaufen ja kein Gas direkt aus Russland, sondern aus Drittländern. Und woher sie so viel Gas haben, das zu hinterfragen, ist nicht mehr wichtig. Hauptsache nicht direkt aus Russland. Und es ist auch nicht wichtig, wie sehr Europa und die USA gerade an dem Krieg in der Ukraine schuld sind. Wir haben die Ukraine ja nur seit 2014 darin unterstützt, eine Armee aufzubauen, anstatt bei Friedensverhandlungen teilzunehmen. Jetzt muss der Steuerzahler zahlen und Menschen sterben. Über den Krieg, der in der Ukraine schon seit 2014 geht, haben unsere Medien sich auch nur wenig interessiert, bis das Kommando von oben kam. Da sind ja keine Menschen gestorben. Und da war ja kein Genozid der russischen Zivilbevölkerung. Nochmal, guckt euch Ukraine Agony, der verschwiegene Krieg, an. An allem, was gerade passiert, ist der Kapitalismus schuld. Die ukrainische Zivilbevölkerung ist zum Opfer ihrer Regierung geworden, weil Narzissmus oder Faschismus ist nur der Oberbau über der Basis. Die Basis ist die Wirtschaftsform. Ist die Basis kapitalistisch, so wie das Finale imperialistisch, faschistisch oder narzisstisch? Guckt euch allein die USA an, unseren größten Imperialisten. Wenn ihr mir immer noch nicht glaubt, hier was Poroschenko gesagt hat über das Minsker Abkommen. Ihm ging es nie um Frieden. Er brauchte nur einen Teilfrieden für den Krieg, um eine Armee aufzubauen mit Hilfe der NATO. Sind Sie damit einverstanden, dass es unmöglich war, das Minsker Abkommen auszuführen? Nein. Ich halte es für ein sehr talentiert geschriebenes Dokument. Ich brauchte das Minsker Abkommen, um Minimum 4,5 Jahre zu bekommen, um eine ukrainische Armee aufzubauen. Und die ukrainische Wirtschaft zu formen und die ukrainischen Streitkräfte mit der NATO auszubilden, um die beste Armee in Osteuropa zu erschaffen, welche nach dem NATO-Standard gebildet wurden. Das Regiment Azov kämpft zum Beispiel wieder in Mariupol und ist eine wichtige Unterstützung dort für die ukrainische Armee. Und nicht nur das, Recherchen der Zeitung Die Zeit legen außerdem nahe, dass Azov auch dabei hilft, die offizielle Freiwilligenlegion der Ukraine zu organisieren. Also Menschen, die aus dem Ausland kommen und für die Ukraine im Land kämpfen wollen. Als möglichen Beleg dafür nennt Die Zeit unter anderem eine Frau namens Olenya Semenyak. Einerseits Teil der Azov-Bewegung, des politischen Arms des Regiments, und andererseits Mitarbeiterin bei einem Mitglied der Partei des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Im Rahmen der Recherche der Zeit hat diese Frau sich als Verbindungskontakt zwischen Kämpfern aus dem Ausland und der Freiwilligenlegion vorgestellt. Auch Neonazis aus Deutschland sollen von ihr und anderen Azov-Leuten angeworben und in die Ukraine vermittelt worden sein. Mehr dazu erfahrt ihr in einem Artikel, den ich euch unten in der Infobox verlinkt habe. Ja, dazu NATO-Soldaten, Abschnitt ab. Die Ukraine, ja, das ist wunderbar. Aber wie schaut das aus mit dem Personal? Wer besetzt alles diese Panzer? Ja? Kann die Ukraine da das Personal stellen oder wird es doch so sein, dass NATO-Soldaten dann das praktisch bedienen müssen? Man spricht davon, dass Polen schon 20.000 Soldaten in der Ukraine stationiert hat. Sie brauchen keine NATO-Soldaten in die Ukraine schicken. Ich ziehe meine Uniform aus, unterschreibe einen Vertrag und gehe in die Ukraine. Ich bin kein Angehöriger der österreichischen Streitkräfte mehr, sondern Vertragsbediensteter. Das ist die Lösung, die wir sehen. Was man nicht ausschließt, dass doch welche. Was man daraus schließen kann, ist, dass eine hohe Anzahl an ausländischen Söldnern sich in der Ukraine befinden, aber nicht von NATO-Soldaten. Selbst im April letzten Jahres waren es 14.000 bis 17.000 NATO-Kämpfer in der Ukraine. Wie es jetzt ist, ist unbekannt. Aber NATO-Truppen sind in der Ukraine. Allein Blackwater, amerikanische Söldner. In der Ukraine legen sie ihre Uniform ab, unterschreiben einen Vertrag und dann sind es auch keine Dienstsoldaten mehr, sondern Söldner. Russland macht sich umsonst Sorgen wegen der NATO an ihren Grenzen. Sieht man. Das heißt also, eine Sympathie in Teilen der ukrainischen Bevölkerung für einen ehemaligen Nazi-Kollaborateur. Rechtsextreme, die zusammen mit der offiziellen Armee kämpfen und Verbindungen von Rechtsextremen bis hinauf in wichtige politische Ämter in der Ukraine. Hat Wladimir Putin also womöglich recht?
Ist die Ukraine auf der Stufe zu einem faschistischen Staat? Ganz klar nein. Und das vor allem aus drei Gründen. Erstens, ja, vor allem 2014 und 2015 gab es einige Fälle, in denen Rechtsextreme und rechtsextreme Parteien in wichtige Funktionen gekommen sind. Allerdings hatte das vor allem mit den Wirren der Revolution damals zu tun und mit den Kämpfen im Osten des Landes. Von all den Leuten, die damals eine Rolle gespielt haben, sind die meisten inzwischen wieder weg. Auch der umstrittene Innenminister Arsen Avakov ist zurückgetreten. Also hat Azov keine Waffen mehr und die Unterdrückung der russischsprachigen Zivilbevölkerung hat aufgehört? Oder was? Dazu habe ich schon am Anfang vom Video aktuelle Einschnitte gezeigt, wo man im Fernsehen aufgerufen hat, Russen zu töten. Von Abgeordneten, von dem Berater des Präsidenten Zelensky und nebenbei Zelensky sieht Bandera auch als Helden der Ukraine. Lustig, oder? Ein Jude feiert jemanden, der Genozid einen Juden gemacht hat. Geisteskrank. Zweitens, rechtsextreme Kämpfer stellen unter allen Kampfgruppen und der Armee nur einen sehr kleinen Teil dar. Maximal 2500 Personen sollen es sein gegen rund 250.000 aktive Soldaten, also 1%. Das Regiment Azov erscheint vor allem deshalb so einflussreich und groß, weil es eine sehr professionelle Propagandaabteilung hat, die Azov nach außen als sehr mächtig darstellt. Zweitens, Azov-Kämpfer sind in der ganzen ukrainischen Armee verteilt und arbeiten da als Instrukteure, weil die gut ausgebildet sind. Azov hat sogar sein eigenes Kindercamp, wo Kinder seit Kindheit erzählt wird, dass rechtsextrem sein Gut ist. Ob die ganze Armee rechtsextrem ist, keinesfalls. Aber es sind genug von denen da. Man muss ja auch nicht unbedingt Teil von Azov sein. Es gibt einen Haufen anderer rechtsextremer Bataillone, wie zum Beispiel Kraken oder Rechte Sektor. Dazu, wenn dir aus dem Fernsehen erzählt wird, wir müssen Russen töten, was werden wohl die Menschen denken? Oder wenn dein Staatsheld Bandera ist? Und drittens, der gemeinsame Feind vereint das ukrainische Volk zwar, ideologische Ansichten sind da erstmal zweitrangig, aber das heißt noch lange nicht, dass die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer rechts bis rechtsextrem denkt. Keinen Disrespect gegen die Ukrainer. In allen Ländern sind meistens nur 1/10 der Bevölkerung politisch aktiv, aber es reicht, diese 10% in die richtige Richtung zu lenken, damit andere so ähnlich denken. Zudem wurden alle kommunistischen Parteien unterdrückt und von Azov ausgelöscht. Nochmal die Story von der Partei Svoboda oder Mundtot gemacht. Menschen in Odessa. Ganz gut erkennen kann man das an dem Ergebnis der vergangenen Parlamentswahl 2019. Damals kamen Svoboda und andere rechte Vereinigungen zusammen auf nicht einmal 3%. Und auch die rechtspopulistische Radikale Partei hat nur rund 4% der Stimmen bekommen. Die Mehrheit der Menschen hat in der jüngeren Vergangenheit in der Ukraine liberale Parteien gewählt. Weil die Schlüsselfiguren schon in anderen Parteien drinstecken, guckt ihr den Klitschko an. Er gehört zu keiner rechten Partei, aber seine Aussagen. Alle Russen sind Orks, das ist eine Entmenschlichung. Oder die ukrainische Propaganda. Russen sind keine Slaven, also können wir Ukraine mit denen nichts gemeinsam haben. Oder die Kriegspropaganda. Dass Russen noch nie Toiletten oder Waschmaschinen gesehen hätten, was an sich unmöglich ist, weil Russland eine stärkere Wirtschaft hat. Dazu gehört auch die Regierungspartei von Präsident Zelensky, der übrigens Jude ist. Von einem Land, das von Neonazis regiert wird, kann also nicht die Rede sein, wenn der Präsident Jude ist. Hier schlägst du echt den Boden durch in deiner Qualität. Du weißt schon, dass Narzissmus und Faschismus Ideologien sind. Jedes Volk kann faschistisch oder narzisstisch sein. Über Juden explizit. Solltest du Mr. Wissen doch eigentlich über sowas wie Zionismus erzählen? Oder passt das nicht in die Funkbeiträge? Oder bist du doch nicht so Mr. Wissen? Ich hoffe, den checkt jemand. Kurz, der jüdische Faschismus heißt Zionismus. Guckt euch an, was der Staat Israel ist, wie er entstanden ist und was er mit den Palästinensern macht. Das ist ein faschistischer Staat von Juden. Aber Mr. Wissen weiß nicht mal das. Hast wohl zu wenig Wissen, ja, Mr. Wissen? Ich glaube, in diesem Moment sollte ich erst recht unterstreichen, dass ich nicht Antisemit bin. Ich bin nicht russophil, russophob oder ukrainophob. Das heißt, was die russische Regierung macht, ist etwas, das in solchen Situationen gerne gemacht wird. Man nimmt eine Kernwahrheit, pflanzt ihn ein und macht einen riesigen Baum daraus, um mal metaphorisch zu sprechen. Was Mr. Wissen macht, ist nichts anderes, als er nimmt einen Haufen Unwissen und pflanzt einen Haufen Falschaussagen. Aber was erwarte ich von jemandem, der nur 3 Quellen hat für so ein fundamentales Thema? Natürlich kann man einzelne Behauptungen immer wieder vermeintlich belegen, wie zum Beispiel rechtsextreme Kämpfer, die russische Menschen in der Ukraine foltern. Ja, das gibt es. Menschen werden im Donbass gefoltert von Nazis, aber es sind ja unsere proeuropäischen Nazis, also sind es gute Nazis. Aber ein eigentlich vergleichsweise kleines Problem. Kleines Problem. Kinder sind unter Bomben aufgewachsen. Menschen wurden erpresst und getötet. Kleines Problem. Sie mussten aus ihrem Zuhause flüchten. Stark, Mann. 8 Jahre Bombardierung. Kleines Problem. Wird dadurch zu etwas deutlich Größerem gemacht. Aufgebauscht. Die Frage ist,
Wie reagiert man darauf am besten? Und vor allem, wie sollte die Ukraine mit den Rechtsextremen und ihren Anhängern umgehen, wenn der Krieg vorbei ist? Das wird ja hoffentlich irgendwann mal der Fall sein. In eine Demokratie integrieren lassen sich diese Menschen vermutlich nicht so einfach. Das sind große Fragen. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt eure Antworten dazu gerne unten in die Kommentare. Und bitte, bitte bleibt wie immer sachlich und fair. Sachlich, kurz, du lügst und deine Recherche ist schlechthinweg ungenügend. Hier neben mir findet ihr nochmal das Video zur Geschichte des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und direkt darunter eins zu den Motiven von Wladimir Putin. Was will er in der Ukraine und auch darüber hinaus? Was will er in der Ukraine? Ich würde gerne ein paar Witze über dich machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht von dir dafür verklagt werde oder sowas in der Art. Ich hoffe, dieses Video bleibt online. Leute, guckt euch den Jungen an, um zu wissen, wie man es nicht machen sollte. Ja, und dieses Video kann auch Fehler enthalten, gibt aber größtenteils den Sinn wieder plus Recherche, die Mr. Wissen nicht gemacht hat. Wenn jemand mir was Gutes machen will, macht Memes mit Mr. Fakeman Go oder mit mir. Wäre lieb.